Sie sind die vierte Macht im Staat. Täglich bringen sie neue Informationen über die aktuellen Ereignisse in der Welt. Sie kommentieren, recherchieren und berichten. Und dafür stehen sie derzeit oft in der Kritik. Unsere Medien. Das Unwort des Jahres 2014, Lügenpresse, hat auch in diesem Jahr nicht an Bedeutungskraft verloren. Es geht sogar so weit, dass Reporter und Journalisten auf Demonstrationen beleidigt oder im Netz beschimpft werden. Doch woran liegt das? Und ist der Vorwurf, die Lügenpresse zu sein, berechtigt? Wie arbeiten eigentlich Journalisten? Meinungsmache oder Aufklärung? Wie unabhängig und ausgewogen berichten unsere Massenmedien? Und damit herzlich willkommen heute hier im E-Café. Ich muss ja sagen, wir haben heute wirklich eine sehr hochkarätige Runde hier sitzen und ich bin sehr, sehr froh, dass alle so, ja, es war schon ein bisschen kurzfristig, aber dann tatsächlich zugesagt haben noch und hier 5 tolle Gäste sitzen. Und ich möchte natürlich erstmal jeden Einzelnen jetzt vorstellen und mal auf jeden Einzelnen erstmal eingehen. Auf der linken Seite sitzt hier Elmar Thewissen. Er ist stellvertretender Chefredakteur des ZDF und Leiter der Hauptredaktion Aktuelles. Er ist der Terrorismusexperte des ZDF. Wenn irgendwo terroristische Anschläge auf der Welt verübt werden, sind Sie der Erste, der die Lage im Blick hat und einzuschätzen weiß. Herr Elmar Thewissen, schön, dass Sie da sind. Ganz rechts außen sitzt auch ein sehr bekannter Mann, vor allem im Netz, Mirko Drotschmann. Du erklärst Kindern gerne im Internet, aber auch im Fernsehen, die Welt. Und du hast tatsächlich 250.000 Abonnenten bei YouTube und das ist ja schon eine ganze Menge und wir hoffen natürlich, dass du mit deiner Teilnahme hier auch unsere Abonnentenzahlen etwas nach oben treiben kannst, ja, man weiß ja nie. Vielen Dank, dass du da bist. Der Fokus hat dich als schlausten YouTuber, Scheißer und sympathischer Erklärbär betitelt. Was du jetzt genau bist, das werden wir heute Abend sehen. Schön, dass du da bist auf jeden Fall, Mirko Drotschmann. Ganz links außen sitzt Klaus Kelle. Sie sind Journalist und Medienunternehmer. Sie betreiben auch einen eigenen Blog. Und Sie werden tatsächlich als meinungsstärkster Konservativer in Deutschland bezeichnet. Sie sind jedoch kein Freund von Schubladen, das habe ich gelesen auf Ihrem Blog. Sie sind verheiratet mit einer Frau, die tatsächlich hier auch schon mal im E-Café war, nämlich Birgit Kelle. Vielleicht kennen die einen oder anderen sie noch. Zweimal war sie sogar schon in unserer Sendung. Hat sie bis jetzt alles Gutes nur berichtet über das E-Café? Sie hat gesagt, wäre toll hier. Ja, wäre toll hier. Ja, das ist super. Da können wir mal klatschen. Dankeschön. Ja, und tatsächlich habe ich auch noch einen weiteren Gast, der Birgit Kelle zu verdanken, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Erstmal möchte ich Ihnen vorstellen, Matthias Matusek, schön, dass Sie da sind. Sie waren Journalist für den Spiegel und die Welt. Zugespitzt könnte man sagen, dass ein Emoticon Ihnen zum Verhängnis wurde. Und da können wir natürlich auch nochmal drüber sprechen. Aber auch bei Ihnen, tatsächlich hatte Birgit Kelle ihre Finger im Spiel, nämlich kurz vor ihrer Abreise schrieb ich ihr, ob sie denn nicht mal den Kontakt zu Matusek herstellen könnte. Sie schickte mir darauf den Kontakt und Ihnen eine SMS. 5 Minuten später rief ich sie an und die Zusage war da. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal an die Birgit, dass sie das auch gemacht hat. Und schön, dass Sie heute Abend auch hier sind. Dann nochmal hier, Dr. Jürgen Brautmeier, der 5. Gast, der heute hier ist, hat in Düsseldorf und Cambridge Geschichte und Anglistik studiert. Sie waren in den 90er Jahren im Auftrag des Europarats regelmäßig in verschiedenen Ländern als unabhängiger Berater bei der Rundfunkgesetzgebung tätig und hatten Lehraufträge an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, Fachhochschule Düsseldorf und der Lomonosow-Universität in Moskau, war richtig, und der Universität von St. Petersburg. Und Ihr Lieblingsverein ist der SC Paderborn, habe ich gehört. Super schön, dass Sie da sind. Danke. Weil ich daher komme. Ich komme aus der Gegend. Das hätten Sie vorher sagen müssen, weil mein Lieblingsverein ist Arminia Bielefeld und wir konkurrieren. Ah ja, okay, sehr gut. Aber jetzt, ist ja jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier und machen. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Runde. Wir sind gespannt, was heute passieren wird. Es fehlt die Frau in der Runde. Das stimmt, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich habe gefragt, vielleicht kommt Birgit Kelle, aber das war dann auch nicht so. Es wären auch noch 6er Gast gewesen, zu viele. Aber die Frau fehlt natürlich, da haben Sie recht. Die Frauen, ja. Aber wir kriegen das trotzdem gedeichselt heute. Die Frauen sitzen ja hier im Publikum, ja, und die können natürlich da auch sich einbringen. Herr Thewissen, Terror in Paris, Flüchtlingskrise,
Es gibt derzeit eine Riesenflut von Informationen. Kommen Sie da eigentlich noch hinterher? Also wir versuchen es und uns geht es wie allen. Das sind unglaublich komplizierte, komplexe Dinge, die da passieren in der Welt. Und viele, viele Kollegen im ZDF und sicherlich auch bei anderen Medien versuchen, die Dinge zu sortieren und zu analysieren. Dabei, glaube ich, liegen wir in den meisten Fällen, in der überwältigenden Zahl der Fälle, absolut richtig. Aber es schützt vor Fehlern nicht. Wir machen Fehler, wie jeder andere auch. Und diese Fehler, auch wenn es nur ganz wenige sind, haben auf einmal eine ungeheure Resonanzfläche über die sozialen Medien, sodass ja, im Grunde genommen die am Ende dazu beitragen, dass dieses Urteil Lügenpresse entstehen kann. Mhm. Wenn ich darf, sage ich aber gleich zum Wort Lügenpresse eins dazu. Ganz neu ist das nicht. Thomas Jefferson hat mal im 18. Jahrhundert gesagt, man darf nichts glauben, was in den Zeitungen steht. Die sind nämlich angefüllt mit Falschheiten und Lügen. Und eigentlich ist derjenige besser informiert, der keine Zeitung liest, weil er eben diesen Lügen und Falschheiten gar nicht ausgesetzt ist. Also die Diskussion um Lügenpresse ist eigentlich alt. Und sie ist damals entstanden, zu Jeffersons Zeiten, weil es polarisierende Themen gab. Die gibt es heute auch. Der Unterschied zu heute ist, glaube ich, dass es heute eben diese viel größere Resonanzfläche gibt. Auf die Lügenpresse kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Herr Kelle, Sie können gleich auch was sagen. Sie sprachen eben gerade von Fehlern, die Sie gemacht haben. Was für Fehler sind das denn? Naja, wir haben ja die Diskussion schon gehabt im vergangenen Jahr über die Ukraine-Berichterstattung. Und da wurde uns an verschiedenen Stellen Fehler vorgeworfen, auch zu Recht. Einige haben wir selber bemerkt, einige sind wir darauf hingewiesen worden. Wir haben sie dann korrigiert, wir haben uns entschuldigt, da wo es notwendig war. Und das passiert, dass Menschen, weil wir Menschen sind, die da arbeiten, die Journalisten, Fehler machen können. Es ist gut, wenn wir sie selber feststellen und korrigieren, aber wir brauchen sicherlich auch das Korrektiv der, ich sag mal, die Schwarmintelligenz, die uns hilft. Und wir haben das, nehmen wir das Beispiel Ukraine-Berichterstattung mal nachvollzogen. Innerhalb von 6 Monaten im vergangenen Jahr hatten wir über 1000 Berichte über die Ukraine-Krise. Insgesamt hatten wir ein 50 Fehler, also wo man ganz klar sagen kann, Fehler. Und in allen Fällen kann ich auch nachweisen, das war menschliches Versagen und nicht das, was manche eben behaupten, dass es Absicht und Vorsatz gewesen ist. Aber weil dieses dann mit dem Vorwurf Absicht und Vorsatz weiterverbreitet wird, entsteht so der Eindruck, guck mal, die haben da falsch gelegen, dann ist bestimmt auch ein Gutteil von dem anderen, was sie berichten, auch falsch. Herr Kelle, Sie wollten gerade auch was dazu sagen? Nee, nicht wirklich. Okay, gut, Sie hatten gerade mich so angeguckt, deswegen. Herr Matusek, Sie sind ehemaliger Journalist der Zeitung Die Welt. Nicht eine Nachricht, aber eine Facebook-Post hat Ihnen da beruflich Schwierigkeiten gebracht. Wie sehr muss man eigentlich in dieser Zeit als Journalist aufpassen, was man sagt oder darauf achten, was man sagt? Ja, also eine gewisse Wachsamkeit ist ganz sicher angebracht. Das Neue ist, dass tatsächlich die sozialen Medien ja nicht nur eine Ausdrucksmöglichkeit sind, sondern auch eine Observationsfläche sind. Mein Posting zu dem in der Nacht des Terrors von Paris. Ich hatte Stunden beobachtet und mit zunehmendem Entsetzen auch beobachtet, wie sich da gerade vor dem Restaurant Bacalan da die Todesmeldungen häuften. Ich war noch beschäftigt, ich war sozusagen im Journalistenmodus. Ich hatte am Tag vorher den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Kretschmann, begleitet über die Dörfer im nördlichen Neckarraum und natürlich mit Bürgermeistern gesprochen, sonst ging den ganzen Tag um die Flüchtlingsfrage. Und ich hatte diese Reportage geschrieben, die, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, wirklich sehr gelungen war. und ich setzte sozusagen gerade zum Schlusssport an und sah das dann und ich wusste, das alles für den Papierkorb. Das ist alles Asche. Die Situation ist eine ganz neue. Du kannst nicht von einem Tag vor Paris erzählen. Mhm. Ja? Paris ändert wirklich alles. Und aus diesem Modus heraus weil ich darüber mit Kretschmann gesprochen hatte, herausgesagt, also man wird sich über die offenen Grenzen
Und die Tatsache von mittlerweile 300.000 Unregistrierten im Lande neue Gedanken machen müssen. Und habe das mit einem Smiley versehen, unglückseligerweise. Natürlich wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen, dass ich mich freue, dass da Menschen gestorben sind, sondern ich wollte meinem Argument, das ja lange nicht offen diskutiert werden durfte, also dass man, wir waren ja in einer Situation, wo Merkel sagte, wir schaffen alles und waren noch so ein bisschen in diesem, Begrüßungs-, in der Willkommensmodus. Und mir war da sehr unbehaglich, immer. Und ich habe mich darüber diskutiert. Und da war dieses Smiley im Grunde genommen, da war völlig deplatziert natürlich, aber an die Diskussion, an die Diskutanten gerichtet. Ja? Das ist nun jetzt von einem, ich glaube, der Niggemeier war der Erste, der einen Screenshot gemacht hatte. Und der Screenshot wurde dann von dem Chefredakteur Peters aufgenommen. Und der sagte, das sei ja wohl völlig durchgeknallt, während die zivilisierte Welt trauert. Und auch Peters wahrscheinlich Tränen verhangen, aber mit einem Auge noch auf dem Monitor und genau gemustert, was da los ist. Postete dann, es sei ein durchgeknallter Kommentar. Und ich habe dann hinterher aus diesem Lacher-Smiley ein trauriges Smiley gemacht, das hat alles nicht mehr genützt. Inhaltlich, glaube ich, war die Aussage einwandfrei. Der Vorstandsvorsitzende hat kurz darauf ein Editorial geschrieben, in dem ohne noch auch diese Argumente vertreten wurden. Und mein künftiger Chefredakteur Aust, so, also sozusagen der Hypothese nach, er soll ja die Welt übernehmen, hat bei Jauch genau das Gleiche gesagt. Ja, wir müssen das unmögliche Situation. Ein Land definiert sich über Grenzen über sein Territorium. Und wenn wir das Territorium nicht irgendwie schützen können. Da auch das Gleiche mit der Registrierung. Ne? Das ist ja das große Thema jetzt. Wie können wir überhaupt die Menschen, die ins Land gekommen sind, erfassen? Die müssen ja, unmöglich, dass die nicht registriert werden können. Also die Beamten von der BAMF, von der zuständigen Behörde, die haben kürzlich einen SOS-Ruf abgesetzt. Wir können eine sozusagen vernünftige, legale eine Registrierung nicht mehr garantieren. Also in der Sache hatte ich natürlich völlig recht. Das blöde Emoticum. Darf ich da mal kurz nachfragen? Ja. Weil mich würde das schon interessieren. So wie Sie es jetzt beschreiben, ist es ja sehr nachvollziehbar und sehr sachlich. Der Eindruck, der entstanden ist, war ja ein anderer. Und deswegen würde mich noch mal interessieren, haben Sie das aus einer Haltung herausgeschrieben, dass Sie gesagt haben, das wird jetzt Auswirkungen auf die Diskussion haben, so wie Sie es gerade beschrieben haben? Oder gibt es bei Ihnen schon auch die Haltung, dass Sie sagen, ich sage jetzt mal salopp, super, jetzt wird endlich mal ernst gemacht mit der Schließung der Grenzen und es kommen nicht mehr so viele und mit dem Verkürzten auch, dieser Flüchtlingsstrom ist ja mit Schuld daran, was ja nachweislich übrigens falsch ist. Nein, nichts von dem. Also ich habe, wie gesagt, aus diesem Modus heraus, dass ich mich über die Flüchtlingsströme mit Kretschmann unterhalten habe, der voller Lobes für Merkel war, der aber gesagt hat, er hat ihr im letzten Sommer schon einen Brief geschrieben und sie darauf vorbereitet, dass da sich was zusammenbaut und auch die Kritik hatte, dass diese Warnrufe nicht reagiert wurde. Ja? Also dass unser Land tatsächlich überrascht wurde. Ich weiß nicht, welche Metapher da jetzt zulässig ist. Schäuble hat von einer Lawine gesprochen. Die finde ich so rein von dem Bild her, von der Mechanik her, das ist gar nicht verkehrt. Ja, ich finde es auch nicht despektierlich. Aber es war kein Triumph darüber, dass ich sage, so, jetzt ist ja wohl dem
dem Letzten klar, dass wir sofort die Grenze zumachen müssen. Das ist, war nicht beabsichtigt. Okay, vielen Dank, dass Sie es nochmal auch so jetzt noch mal, geschildert haben, die Situation, die passiert ist. Ich will jetzt trotzdem weitermachen mit der eigentlichen Sache nochmal auch die Frage. Es geht ja um die aktuelle Berichterstattung derzeit. Herr Brautmeier, Sie haben einen sehr großen Überblick. Sie sind ein Medienwächter eigentlich, kann man sagen. Ja. Was sind denn absolut der Privatfunk? Genau, richtig. Was sind denn im Privatfunk? Genau. Was sind denn im Moment so die absoluten Schwierigkeiten für Journalisten zu berichten? Also ich glaube, und das hat auch mit dem zu tun, was Elmar Thewissen gesagt hat, aber auch mit der Reaktion auf das Emoticon. Ja. Es geht um Tempo. Es geht um schnelle Reaktion. Es geht um der Erste sein, es geht darum, nicht andere vorzulassen, die vielleicht ein bisschen gründlicher recherchieren. Ich glaube, darauf ist viel zurückzuführen. Der Zwang, so schnell zu sein, dass einem das nicht durch die Lappen geht. Die Konkurrenz ist natürlich auch groß, sei es elektronisch, sei es im Printbereich und erst recht im Internetbereich. Also dieser Zwang, mit Themen rauszuhauen, mit Themen als Erster zu reagieren, als Erster einen Kommentar abzugeben, oben zu stehen bei denen, die vom Kommentar her noch gelesen werden. Also das hat viel damit zu tun. Und deswegen glaube ich, das ist eine Sache, da muss man ein bisschen intensiver mal drüber reden. Ich möchte mal gerne diese komplexe Welt, die Sie auch beschreiben, mal ganz runterbrechen, ganz auf das ganz einfach gestalten. Und zwar, wir haben ja hier ein Logo-Reporter heute da von den Kindernachrichten und ihr macht ja immer ganz viele verschiedene Erklärstücke für Kinder und da auch Schüler heute im Publikum sind. Einfach mal vielleicht ganz einfach erklärell und dann kannst du mal was aufs Fernsehen. Für die Medien, genau. Ja, also natürlich gibt es ja ganz viele verschiedene Wege, aber der klassische Weg ist, es passiert irgendwo etwas, jemand bekommt das mit und in der Regel landet es dann bei einer Nachrichtenagentur, also bei einem Büro, in dem viele Menschen arbeiten, die aber auch viele Reporter haben und diese Nachrichtenagentur schreibt eine Meldung und schickt die raus an alle Redaktionen im Land, unter anderem auch an eine Fernsehredaktion und die Fernsehredaktion nimmt diese Nachricht auf, sendet sie entweder genau so oder wenn die Zeit ist, macht sich noch selbst auf die Suche und berichtet darüber. Wenn die Zeit ist. Genau. Und die Zeit ist natürlich oft nicht mehr so gegeben, weil ein Verlangen da ist, dass man sofort und schnell berichtet und Infos hat. Mhm. Und du hast ja selber auch einen YouTube-Kanal. Wie machst du das da? Also wie filterst du da deine Nachrichten? Also ich habe früher relativ viel tagesaktuelle Nachrichten gemacht und habe dann aber schnell gemerkt, dass ich das nicht leisten kann, weil ich das nach Feierabend mache. Also YouTube ist ja nicht mein Beruf. Ja, ja, klar. Und das ging einfach zeitlich nicht mehr und den Anspruch, den ich dann an mich selbst gestellt habe, den konnte ich auch nicht erfüllen. Und ich versuche eher Hintergründe zu erklären. Und ich merke auch, dass ein großer Bedarf da ist, gerade bei jungen Menschen, Hintergründe zu verstehen. Genau. Die hören dann in den Heute-Nachrichten in der Tagesschau irgendwas vom Inflationsausgleich oder der Griechenland-Krise und wissen aber gar nicht genau, was ist da eigentlich los? Und das ist vor allem bei jungen Leuten so, klar, das kriege ich mit, aber ich denke auch, dass Menschen, die nicht mehr 20 sind, sondern vielleicht auch 40 oder 50, gerne Dinge erklärt bekommen. Und das ist jetzt so mein Ansatz auf meinem Kanal, Dinge zu erklären, einzuordnen und vielleicht auch in Ruhe, den Luxus habe ich dann natürlich bei YouTube, ich muss nicht aktuell sein, in Ruhe auszuholen und zu erklären. Mr. Wissen to go heißt du dort, ne? Kennst du? Viele Leute kennen dich, gerne abonnieren, nochmal an unsere Zuschauer natürlich. möchte ich ein bisschen auch in das Thema einsteigen zu dem Vertrauensverlust, der Glaubwürdigkeitskrise derzeit, der Medienberichterstattung, der Medien generell. Und wir haben mal eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Infratest DIMAP, wurde für die Zeit herausgebracht und da kam raus, dass tatsächlich immer mehr Menschen unzufrieden sind über die Berichterstattung und auch immer mehr Menschen nicht mehr den Medien glauben oder sie auch als Lügner bezeichnen. Sehen Sie diesen Verlust des Vertrauens beim Publikum gegenüber den Medien und was sind auch die Ursachen dafür? Warum vertrauen Menschen Medien nicht mehr? Also so allgemein will ich es nicht sagen. Ja. Die Menschen und den Medien, weil auch da muss man natürlich Abstufungen beachten. Ich glaube, dass es diesen Vertrauensverlust gibt und ich glaube, dass die Medien daran auch Mitschuld haben. Woran ich nicht glaube, ist die These, die gern verbreitet wird, von der großen Verschwörung. Ja, die Medien werden von Wall Street gesteuert oder
dieser Journalist, der viele Bücher verkauft hat, mit dem Titel Gekaufte Journalisten, ja, der quasi sagt, jeder, der Mitglied der Atlantikbrücke ist, wird von der NATO-Pressestelle gesteuert und so. Das halte ich alles für Unfug. Ich habe ein guter Bekannter von mir, noch ein paar Jahre älter als ich und kein Spinner aus dem Leben, also jemand, der auch sowas gebracht hat, sowohl geschäftlich, familiär, alles wunderbar, hat mir mal abends beim Wein erzählt, sagt der Klaus, in Deutschland entscheiden drei Frauen darüber, was gedacht und berichtet werden darf. Nämlich die Bundeskanzlerin, Friede Springer, Chefin des größten Zeitungshauses Europas, und Liz Mohn, Chefin von Bertelsmann. Also der hatte so die Vorstellung, montags um 9 telefonieren die, trinken Tässchen Tee und besprechen, was in Deutschland geredet und gedacht werden darf. So ist das natürlich nicht. Aber man muss konstatieren, dass viele Leute sich in der Berichterstattung nicht wiederfinden. Es gibt eine Reihe von Themen, wo man auch anhand von Beispielen nachweisen kann, dass nicht unvoreingenommen berichtet wird. Themen wären das zum Beispiel? Ja, ich sag zum Beispiel, bei Pegida war so ein Ding. Ja? Pegida ist überhaupt nicht mein Ding, hat mir von Anfang an nicht gefallen, wobei ich immer gesagt habe, das ist ein freies Land, die dürfen das. Ja? So, und die Berichterstattung war von Beginn an darauf angelegt, alles Rechtsradikale, ja, alles furchtbar, alles Rassisten. So, wenn man dann später sowohl mit Untersuchungen, ja, und die Uni Leipzig hat sich dann ja mal unter das Volk gemischt und so weiter, gesagt hat, da sind auch ganz normale Leute, da sind auch junge Frauen, die mit ihren Kindern da gehen, weil sie Angst haben vor Veränderung. Ob die berechtigt ist oder nicht, lassen wir mal ganz beiseite, ja. Aber wenn man plötzlich sieht, dass da abends, also im Fernsehen sieht, dass da Leute durchmarschieren ohne Ende und sagt, ich habe aber Angst, dann erwarte ich, dass Medien und Politik darauf eingehen und nicht, dass man das als rechtsradikal gleich abqualifiziert. Ja, ruhig klatschen. Ja. Die Ursünde war ja meiner Ansicht nach, die Originalsünde war ja die Weihnachtsansprache von der Bundeskanzlerin, die in der Weihnachtsansprache als Landesmutter sozusagen gesagt hat, laufen Sie nicht diesen düsteren Gestalten hinterher. Also die sozusagen einen Diffamierungsdruck erzeugt hat. Und ich war, bin mit einer der ersten Demonstrationen mitgelaufen und habe da eher teilweise junge, mittelalterliche Menschen gesehen, die gegen alles Mögliche, auch gegen die öffentlichen Gebühren. Das ist auch so ein, beliebtes Demonstrationsziel, die Zwangsgebühren. Und das waren Leute, die sich tatsächlich nicht mehr repräsentiert gefühlt haben, nicht mehr wiedergespiegelt haben. Und das hat sich dann in eine meiner Ansicht nach, Call a Mockingbird, diese gibt's berühmte Vorlage, eine Massenhysterie gesteigert, dass Anti-Pegida-Demonstrationen überall im Lande, regierungsamtlich auch, befördert wurden. Da marschierte dann der Heiko Maas vor einer Abordnung der Antifa, Streitkräfte, die brüllten nie wieder Deutschland. Da wurde im Kölner Dom das Licht ausgemacht, um klarzumachen, die grenzen wir aus, die gehören nicht zu uns. Dann kam das Wort von Dunkeldeutschland, von Gauck. Also es ist massiv, und das haben die Leute gespürt, es ist massiv von oben, von Seiten der Regierung, der Massenorganisation, die Gewerkschaften und so weiter, es ist massiv ein moralischer Druck ausgeübt worden. Ein moralischer Druck. Und man kann jemanden auch aus der Gesellschaft moralisch ausschließen. Und das ist, du musst da keine Sprechverbote oder so, moralisch ausgrenzen. So wie das bei, entschuldigen Sie, ich bin gleich fertig, ich wollte noch dieses andere Beispiel, Herr Thewissen, mit Sarrazin passierte. Sarrazin hat ein Buch geschrieben, von dem bis auf diese fragwürdigen genetischen Kapitel 100%ig richtig war, belegt war, zahlenbelegt war. Da sagte die Kanzlerin, das ist nicht dienlich. Ne? Ich habe es nicht gelesen, aber es ist nicht hilfreich. Genau, so. Und dieser Sarrazin wurde sozusagen vom Saalschutz der Konsensdemokratie aus dem Raum geführt worden, wobei eben noch zugezischelt wurde, wir werden hier schon einbimsen, was Toleranz bedeutet. Also diese Vorgänge, das Juste Milieu. Und wir wissen ja alle, dass die Journalisten zu 3/4, wenn Journalisten wählen würden, dann sähe das Parlament so aus, dass die Grünen in der Mehrheit sind und der Junior Partner die SPD.
Ja, und die CDU vielleicht... 9% nach Uni Mainz. 9% so. Der aktiven Journalisten in Deutschland stehen der CDU nah. Ja. Ich meine, bei einer Partei, die 40% zuletzt gehabt hat... Also es gibt jetzt, eine bestimmte eine Gesinnung der Schreibenden und der Produzenten. Das trotzdem darf man ist nicht, der CDU-Kanzlerin bei uns an der Macht, muss man sagen. Ne? So viel zum Einfluss der Medien. Eine, die sich mittlerweile als die beste SPD-Kanzlerin erwiesen hat, die es je gab. Was vor einem Jahrzehnt vielleicht noch anders war. Was ja nichts daran ändert, dass die Zustimmungswerte in den letzten Jahren ja so waren, wie sie waren, quer durch die Gesamtbevölkerung. Aber ich würde Ihnen in Teilen recht geben, aber in Teilen auch absolut nicht. Das Kind ist tatsächlich viel früher in den Brunnen gefallen, lange vor Pegida. Nämlich in dem Moment, wo Menschen Sorge und Ängste haben und Fragen stellen und Politik, statt auf sie zuzugehen und ihnen Dinge im Grunde genommen Dinge zu erklären, ihnen Zahlen zu geben, die vielleicht Ängste auch widerlegen können, entkräften können und so weiter, Politik sich diese Mühe nicht gemacht hat und quer durch alle Parteien, man hat sie links liegen lassen, ich sag's mal so, oder rechts liegen lassen, wie immer man das definiert. Es war das Pack. Man hat sie es liegen lassen, Pack, ja. Lange vor Pegida. Und das Ergebnis ist, dass diese Leute, diese Menschen dann, die das Gefühl hatten, hier ist alles alternativlos, wir können nicht mitreden und so weiter, dass diese dann zu Pegida gegangen sind. Aber jetzt bin ich mit Ihnen nicht einer Meinung. Bei Pegida und bei den Ablegern von Pegida standen von Anfang an auf den Bühnen und als Organisatoren dahinter Rechtsextremisten. Nicht alle, aber im Kern sind die Anführer Rechtsextremisten, die Verfassungsfeinde sind, die ein anderes Land wollen, die manches nicht ganz so offen auf den Bühnen gesagt haben, aber teilweise schon. Und jetzt kommt das Problem, jetzt kommen die Menschen mit ihren Sorgen, weil kein anderer sich um die kümmert und haben den Eindruck, da stehen jetzt ein paar, die sind mutig, die nehmen kein Blatt vom Mund, also stellen wir uns da auch mal hin. Und da, glaube ich, hat die Gesellschaft falsch drauf reagiert, statt zu gucken, wie gewinnt man die wieder, wie kann man Foren schaffen, wo man diskutieren kann etc., ist allein, weil die Anführer Extremisten sind, und ich bleibe dabei, es sind Verfassungsfeinde, sind die in diesen Gesamtgeruch gekommen. Und jetzt kommt das noch viel größere Problem. Jetzt sind wir in einer Situation, und das hat Zastrow am Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wie ich finde, richtig beschrieben, dass die, die da Büchsenspanner sind, oben auf den Bühnen stehen und kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, sondern die fordern zum Widerstand mit Waffengewalt auf in Deutschland nach Artikel 20 Grundgesetz. Und es stehen unten immer noch dieselben Menschen in der Bevölkerung und hören zu und applaudieren, weil sie nicht merken, dass auf einmal da oben Leute den Umsturz fordern und Waffengewalt wieder für legitim in Deutschland erklären. Aber da gibt es doch Gesetze. Und das, bitte? Da gibt es doch Gesetze. Ja, dagegen müsste man wegen Volksverhetzung und Ähnlichem absolut vorgehen. Absolut. Ja. Da müsste der müsste sofort... Was aber nichts daran ändert, wenn Sie wegen Volksverhetzung gegen die da oben vorgehen, haben trotzdem viele, die da unten stehen, die gar nicht diese Meinung teilen. Ja? Die haben aber dann das Gefühl, da werden wieder welche mundtot. Ich glaube nicht an die Art von Kontaminierung, sofortiger Kontaminierung. Die müssten ein unglaubliches Charisma besitzen. Und das haben diese Vögel nicht. Also wenn ich mir den Lutz Bachmann angucke, der spricht wie ein Schwerverbrecher. Michael Mannheimer alias Merkel, Michael Stürzenberger. Ja, das sind die Büchsenspanner, die... Wen erreichen die? Das ist die ein Menschen, kleiner... Die da stehen. Ich glaube, das wird übertrieben. Ich glaube, das wird hysterisch übertrieben. Die Wirkung eines Lutz Bachmann, der da rumgerölt, der verschreckt eher. Also ich, I don't buy into that. Ich glaube, das ist, wird von der Politik und auch von den Öffentlich-Rechtlichen, der Kampf gegen rechts ist eine Liturgie bei uns. Am besten oder am schlimmsten war das zu sehen nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo. Gleich am nächsten Tag oder noch in der gleichen Nacht wurde nicht der Abscheu vor dem Terror geäußert, sondern die Befürchtung, dass die Rechten davon jetzt profitieren. Diesen Terrorakt, diese Morde benutzen werden. Und wir müssen jetzt also alle rechts bekämpfen, statt auf die Idee zu kommen, mal in die muslimischen Gemeinden reinzugucken, mal in die Richtung zu schauen. Und das ist,
Und das kriegen die Leute mit. Aber entschuldigen Sie, Herr Matusek. Was ist denn jetzt los? Entschuldigen Sie, Herr Matusek. Da sind Leute umgebracht worden und wir müssen jetzt... Entschuldigen Sie, Herr Matusek. Wir haben über 700 Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und auf Flüchtlinge in Deutschland. Das ist rechte Gewalt. Ja. Ich spreche nicht von Terror, es ist rechte Gewalt. Ja. Aber deswegen kann es doch nur richtig sein, das haben Sie völlig richtig gesagt, sowohl zu gucken, was ist da in den islamistischen Milieus los, wo in den Großstädten von Frankfurt-Dietzenbach bis Berlin-Wedding läuft da unglaublich viel schief. Aber genauso auch, und das mit aller Kraft eines Rechtsstaats, gegen die vorzugehen, die Gewalt für ein legitimes Mittel halten. Aber da, jetzt noch mal kurz da sind wir auch wieder bei der Frage, was kann und was soll der Journalismus leisten? Und das hat auch viel mit dem zu tun, wie wir Angst bekämpfen. Ich glaube, das lerne ich als Psychologe. Ich bin keiner, aber ich kann mir vorstellen, das lerne ich im ersten Semester, dass Angst irgendwas damit zu tun hat, dass man nicht weiß, was da passiert. Unsicherheit, Unwissenheit. Und auch Kindern bringt man die Angst oft, gewöhnt man ihnen ab, indem man ihnen erklärt, was passiert. Und dann sind sie auch nicht mehr so ängstlich. Und das, was die Büchsenspanner da machen, oben auf der Bühne, die haben einfache Erklärungen, aber sie liefern Erklärungen. Und viele, die nicht tiefer reingucken, laufen hinterher. Und die Politik hat versäumt, diese Erklärung, vielleicht auch die Medien, zu lange versäumt, diese wirklichen Erklärungen, die die Leute hören wollen, zu liefern. Statt abzulenken über mit Schimpfworten und ich weiß nicht was. Also man muss tiefer erklären. Und da bin ich bei dem, was ich mit dem Journalismus meine. Das ist eigentlich die Aufgabe des heutigen Journalismus. Ich will jetzt nicht von Qualitätsjournalismus sprechen, denn eigentlich sollte Journalismus immer Qualitätsjournalismus sein. Aber die, die das Wort in den Mund nehmen, die meinen Analyse, Hintergrund, erklären. Und dann bin ich auch wieder bei dem, was ich eben hatte, die Zeit dazu fehlt. Also das hat alles irgendwie miteinander zu tun. Wir müssen mehr erklären, es muss intensiver gemacht werden. Und gerade die, die hinter diesen Dingen herlaufen, hinter den Büchsenspannern herlaufen. Die muss ich als Erste erreichen. Die haben aber auch am wenigsten Zeit, am wenigsten vielleicht den Hintergrund, um das zu verstehen. Vielleicht wollen sie es auch nicht verstehen. Also wir sehen doch bei vielen Dingen, auch bei dieser letzten Infratest-DiMAP-Umfrage, dass diejenigen, die Nichtwähler sind, die desinteressiert sind, am ersten dahinter herlaufen und am ersten sagen, jawohl, das ist Lügenpresse, jawohl, das ist manipuliert von oben, die Politik steuert das. Ich will in dem Zusammenhang zwei Beispiele ganz kurz nennen für Lügenpresse. Der eine Fall war der Anschlag auf die Synagoge in Wuppertal vor Jahren. Der Auslöser war für Schröders Marsch, Aufstand der Anständigen gegen rechte Gewalt. Und es stellte sich heraus, weil die Namen nicht raus, aber hinterher kamen die Namen raus, es stellte sich heraus, es waren zwei Palästinenser, die eine Synagoge überfallen hatten. Also durch Auslassung oder durch Nichtinformation, wer wirklich ist sozusagen die ganze Öffentlichkeit wieder in den gewohnten Marsch gegen rechts gemündet. Das zweite Beispiel war vor ungefähr einem Jahr, als in Berlin ein Freund seine Freundin entsetzlichst mal verbrannte im Grunewald. Ja, sie verbrannte über mit Benzin übergoss. Ein anderer hat ihm noch geholfen. Tagelang fragte sich vor allem die Bildzeitung, wie kann sowas passieren, bis dann die Vornamen der Täter rauskamen und das waren eben türkische Vornamen. Das hätte man sehr viel früher. Also es gibt eine Selbstzensur in bestimmten Bereichen der Presse, dass man wahren Täter tatsächlich so lange, um nicht islamophobe Tendenzen zu schüren. Also dieser pädagogische Impuls der Presse ist auch eine Art von Lügenpresse. Herr Helle, Sie wollten jetzt noch mal dazu was sagen gerade eben. Nein, ich wollte eigentlich dazu was sagen. Ja, wir sind jetzt so ein bisschen schnell, aber machen Sie mal. Geht jetzt auch ein bisschen. Eigentlich war das ja, was wir geführt haben, keine Mediendebatte, sondern eigentlich eine gesellschaftliche Debatte. Warum wird nichts erklärt und warum sind die Leute so unzufrieden überhaupt? Und was ich mir wünschen würde, was medial mehr passieren sollte, ist die Auseinandersetzung tatsächlich auch mit dieser Frage. Ja? Warum ist Politik nur noch alternativlos und warum ist nur noch Konsens gefragt? Die demokratische Gesellschaft lebt vom Austausch unterschiedlicher Meinungen. So, und wenn Sie heute mal gucken, ja, ob es Flüchtlingsaufnahme, Integration, Klimarettung, Frauenquote, Sie könnten quasi Abschaffung der Wehrpflicht damals und so, ist alles mehr oder weniger, wird von allen getragen. Die Linken machen manchmal nicht mit,
auch weil sie als Linke halt immer nicht mitmachen müssen. Aber wenn ich die Frage Krippenausbau, ob ich da zu den Grünen gehe, zur FDP, zur CDU oder zur SPD, ich kriege ungefähr dieselben Antworten. Mhm. So. Und wenn es dann Leute gibt, die da nicht mitmachen wollen, dann sagen sie, wo bei euch Etablierten werde ich denn vertreten? Wo komme ich denn vor? Mhm. Ja, ich sage immer, wenn Sie mir das erlauben, ich gucke ja auch ZDF und mag Sie auch und so, aber... Das ist gut. Ja, wirklich. Gut für die Runde hier. Ich werde ab und zu mal gefragt, woran merkt man denn, ob eine Nachricht irgendwie, ob das eine Schlagseite hat oder so. Dann sage ich, bei Nachrichten abends schaut immer oder achtet immer drauf, ob das Wort umstritten fällt. Weil in der Regel, man kann das empirisch belegen mit Strichliste, umstritten sind die Sachen immer, die aus dem bürgerlichen Bereich kommen und die progressiven sind ja, also das umstrittene Betreuungsgeld. Ich weiß nicht, ob ich jemals überhaupt eine Nachricht gehört habe, wo nicht es hieß, das umstrittene Betreuungsgeld. Oh. Stimmt. Aber ist es denn nicht umstritten? Doch, absolut. Aber haben wir denn jemals gehört... Aber keiner wusste, worum es überhaupt geht. Haben wir denn jemals gehört vom umstrittenen Krippenausbau? Im Kern. Ja, das habe ich noch nie gehört. Das Gleiche ist bei der AfD. Ja. Es wird immer die rechtspopulistische AfD gesagt, aber nie die rechtskonservative CSU oder sowas. Ich sage noch ein anderes Beispiel. Jetzt leider, wenn ich darf, leider auch aus dem ZDF. Als vor 2-3 Jahren der Regensburger Bischof Müller zum Präfekten der Glaubenskongregation berufen wurde vom Papst, gab es ZDF heute eine Meldung mit dem Bild. Und da wurde halt gemeldet, er ist es jetzt, vom Papst benannt. Und es wurde gesagt, er ist umstritten. Es wurde gesagt, die Inquisition ist die Nachfolgerin, die Nachfolgerin der Inquisition. Ja, es sorgt für Aufsehen und so weiter. So. Und dann ist er nicht nur katholisch, sondern erzkatholisch. Erzkatholisch. So, jetzt können Sie sagen, stimmt ja alles irgendwie, kann man machen. Ja, aber haben wir denn jemals eine Nachricht gehört zum Beispiel, dass der Fraktionsvorsitzende der früheren Staatspartei der DDR-Diktatur, der Linksextremist Gregor Gysi, wieder ins Amt gewählt worden ist? Das heißt, es wird einfach unterschieden. Ja, es wird vom Wording her findet man bei Dingen, die katholisch, konservativ, sonst was sind, eine andere Form der Formulierung. Möglicherweise auch, weil der Kollege Journalist oder der Moderator gar nicht angreifbar sein will, nicht, dass in den sozialen Netzwerken da wieder Shitstorm ist, ja, als man das findet bei Progressiven. Also Herr Kelle, bei der Formulierung bei Müller hat die Moderatorin, war es glaube ich, hinterher Ärger bekommen, weil ich der Meinung war, das ging zu weit. Ja, das haben auch viele geschrieben, deswegen weiß ich das also Beispiel. Das ist ganz klar und ich erwarte von den Schlussredakteuren, die in meiner Hauptredaktion sind, dass die jeden Text von jedem Moderator gegenlesen und wenn es geht, kommt noch ein sechstes. Klar. Kommt noch ein drittes Augenpaar dazu, um das nochmal gegenzuprüfen. Und dann glauben Sie mir, dann würden wir sowas natürlich entsprechend ändern. In der Kritik hinterher wird das offen besprochen, in der Schelte direkt nach der Sendung, in der 10.30 Uhr Sitzung nächsten Morgen und in der 12 Uhr Schaltkonferenz. Was schräg ist, ist trotzdem das Beispiel. Ein Gregor Gysi war früher in der Tat in einer linksextremistischen Partei, wenn man sie so einstufen will. Diese Partei ist heute nicht mehr linksextremistisch. Ja, aber die katholische Kirche hat keine Inquisition mehr. Entschuldigen Sie, Herr Müller ist durch das, was er sagt und tut, sehr eindeutig innerhalb der katholischen Kirche in einem sehr, ich sag mal, konservativen Bereich verortet. Ja, aber Inquisition, ich meine, da kann man noch einen Scheiterhaufen zeichnen. Man kann doch nicht sagen, deswegen die katholische Kirche von heute... Deswegen sage ich ja nur, das Beispiel, oder was Sie dagegen gehalten haben, Gysi ist das Falsche. Weil ich stimme mit Ihnen überein, dass diese Formulierung nicht in Ordnung war. Und deswegen haben wir ja der Moderatorin gesagt, sowas geht nicht. Und da muss der Schlussredakteur sowas raushauen vorher. Ich möchte mal ein bisschen auf die Ausgewogenheit und auch die Gewichtung von Themen nochmal zu sprechen kommen. Und zwar, wir hatten jetzt die Anschläge in Paris und da gab es dann im Facebook vor allem einen riesen Eklat darüber, warum denn die Medien derzeit so viel über Paris berichten und im Libanon genau das Gleiche. Passierte auch ein Anschlag und es wurde nichts, also bis gar nichts gesagt, richtig. Und es hieß immer nur Paris, Paris. Leute, die ihre Facebook-Profilbilder zur französischen Flagge umgeändert hatten, die wurden da auch gesagt, ja, wieso macht ihr das? In Libanon sterben die auch. Wie kommt das, dass sowas zum Beispiel da nicht beachtet werden? Woran liegt das, Herr Thewissen? Naja, also was ist eine Nachricht? Es spielt schon eine Rolle dabei, wie es einen unmittelbar betrifft oder wie die Wahrnehmung bei den Zuschauern hier in Deutschland ist. Und die ist sicherlich bei den Zuschauern, ich sage jetzt mal in Saudi-Arabien, eine andere über das, was da in Paris passiert ist. Und selbstverständlich liegt das den Menschen näher, dann ist die Berichterstattung entsprechend umfangreicher, weil man die Sorge hat, es kann auch hier passieren. Übrigens ein ganz wesentlicher Faktor. Die Täter stammen alle von hier. Die sind hier aufgewachsen, die sind hier zur Schule gegangen, die haben sich hier radikalisiert, die haben hier ihre Anschläge verübt.
und nicht irgendwo zugewandert aus der arabischen Welt oder sowas, sondern das sind Leute, die sind in dieser Gesellschaft zu dem geworden, was sie dann gemacht haben. Da. So, deswegen kann ich schon rechtfertigen, dass wir über das eine sehr stark berichten. Bin aber auch der Meinung, wir müssen über die anderen Dinge stärker berichten, als wir das tun. Das ist eine Verpflichtung für Journalisten, auch wenn der Zuschauer, sage ich Ihnen, das gar nicht so empfindet. Die meisten Zuschauer haben kein großes Interesse daran, über den täglichen Bombenanschlag im Irak oder im Libanon oder so zu erfahren. Und dafür müssen wir gucken, wie wir das in unseren Sendungen, und ich glaube, das können wir im Heute-Journal, das können wir auch im Auslandsjournal, in verschiedenen Sendungen machen, aber Sie haben selbstverständlich nicht diese flächendeckende Berichterstattung, die wir bei Paris haben. Ja, absolut. Wir haben jetzt eine Zuschauerfrage, die möchte ich natürlich auch zulassen. Gerade mal das Mikrofon weitergeben und dann vielleicht kurz aufstehen, kurz sagen, wer du bist und dann deine Frage stellen. Hallo, ich bin der Sena Sanka, auch selber jesidisch kurdische Abstammung, aber hier in Deutschland geboren. Also meine Frage war jetzt, Sie haben ja gerade gesagt, über Paris wurde jetzt natürlich speziell überwiegend gesprochen. Und dann haben Sie gesagt, man sollte natürlich auch über andere Geschehnisse sprechen, wie zum Beispiel den Anschlag damals in Suruç in der Türkei, als die HDP da zum ersten Mal in das türkische Parlament gekommen ist. Da würde ich fragen, was halten Sie davon? Warum glauben Sie, dass die Journalisten oder sagen wir mal die Medien wie ZDF oder sonst was jetzt nicht groß darüber berichten? Ja, in der Tat, weil es weit weg ist, die Menschen in Deutschland nicht der Meinung sind, dass es sie unmittelbar betrifft. Und trotzdem glaube ich, ich wiederhole es nochmal, dass wir eine Verpflichtung haben, auch darüber zu berichten. Nicht notwendigerweise an erster Stelle in den 19 Uhr Hauptnachrichten. Ja, finden Sie das nicht rücksichtslos, wenn die, so wie Sie sagen, wenn die deutschen Bürger sich nicht so wirklich dafür interessieren? Denn ob es jetzt in Paris ist oder irgendwo anders, ich finde, wir haben alle, egal aus was in der Nationalität oder Abstammung wir gehören, die Verpflichtung dazu, darüber zu sprechen und wirklich der ganzen Welt auch zu zeigen, was da passiert ist überhaupt. Ja, trotzdem ist ein Faktor selbstverständlich, wie betrifft es einen unmittelbar. So wählen Nachrichten in aller Welt ihre Themen auch aus. Und nehmen wir ein Beispiel. Wir reagieren mittlerweile stärker auf das, was uns zum Beispiel Menschen über Social Media dann zuspielen und sagen, hey, warum guckt ihr dahin? Warum guckt ihr nicht mal dahin? Da ist gerade was passiert. So haben wir zum Beispiel vorletzte Woche oder vor 3 Wochen war es, auf einmal so einen Sturm gekriegt bei Heute Plus, unserem neuen Format, was wir über Facebook ja auch verbreiten. Und da haben Leute gesagt, da ist gerade die türkische Armee, die massiv vorgeht gegen die Menschen in dieser Stadt. Da gibt es einen Häuserkampf, da haben die Leute, sind da eingesperrt in ihren Häusern, dürfen nicht mehr raus und all diese Dinge. Und dadurch sind wir darauf aufmerksam geworden und sind hingegangen und haben tatsächlich dann auch einen Beitrag dazu gemacht und mal überprüft, was stimmt da dran? Ist das so? Und warum passiert das? Und so weiter. Das heißt, wir reagieren mehr, als wir das früher tun. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir Öffentlich-Rechtliche und andere Medien, Massenmedien in der Vergangenheit konnten wir, ich sage es mal ganz salopp, erzählen, was wir wollten. Die Menschen haben es uns geglaubt. Und jetzt ist es so, sie tun es nicht mehr. Und ich finde, dass das gut so ist, dass sie uns das nicht einfach glauben, weil es zwingt uns dazu, uns transparent zu machen, uns der Kritik zu stellen, auf Themen einzugehen, die Menschen im Lande oder in der Welt auf unsere Agenda bringen. Und da sind wir in der Lernkurve. Wir sind noch nicht richtig gut da drin, aber wir sind eben dabei, das zu lernen. Alles klar, vielen Dank für die Antwort. Vielen Dank. Mirko, du wolltest jetzt auch noch was dazu sagen. Ne? Genau, also nicht speziell dazu, aber zu Themen, die in den Medien wenig stattfinden und wie viele den Eindruck haben, ausgelassen werden. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das, was im Internet passiert. Und Seiten, also es ging jetzt um Lutz Bachmann, der auf der Bühne steht. Da werden, glaube ich, relativ wenige sich angesprochen fühlen. Aber gewisse Seiten im Internet, Beispiel Anonymous Kollektiv, die angeblich Anonymous Facebook-Seite mit, glaube ich, knapp 1 Million Follower, die regelmäßig Dinge posten, die vielleicht auf den ersten Blick ganz schlüssig klingen, wo man denkt, ach ja, stimmt, das könnte so sein. In Wirklichkeit ist es einfach nur ein Hahn herbeigezogener Schwachsinn in großen Teilen. Und das ist ein Problem, weil Medien bestimmte Themen auslassen, weil sie vielleicht nicht für relevant, nicht interessant erachten. Und da bestimmte Themen, welche zum Beispiel?
Ein Beispiel, Klassiker, Verschwörungsthema ist das Bilderberger-Treffen. Ja, da wird immer gesagt, warum berichten denn die Medien so selten darüber? Da muss es auch eine Verschwörung geben. Ist natürlich Blödsinn. Medien berichten darüber nicht, weil sie sagen, ach, ist nicht so wichtig. Aber genau da stürzen sich dann gewisse Seiten oder auch gewisse Leute mit einem bestimmten Interesse drauf und versuchen zu manipulieren. Das machen sich einige, gerade auch jetzt, wenn es um Flüchtlingsthemen geht, sehr zunutze. Ja. Ein großer Verlag aus dem Schwäbischen zum Beispiel mit seinem Buch veröffentlicht, ist da ganz weit vorne. Und das ist absolut. Herr Matuszek, die Bilderberger, die sind ja sowieso sehr geheimhaltend, da kann man wahrscheinlich auch wenig drüber berichten, aber Herr Matuszek, Sie wollten jetzt auch noch zu der Frage was sagen, ja? Ja, Internet, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich die zweite Öffentlichkeit geworden und dass die traditionellen Medien, also der Auflagenrückgang der Zeitungen, damit zu tun. Ja. Und ich hatte vorhin mit Herrn Tevesen im Vorgespräch darüber gesprochen, das Durchschnittsalter bei den Heute-Nachrichten, Sie sagten, glaube ich, ist 72 Jahre, ne? Im Gesamtprogramm 62 und bei Nachrichten über 70. Ja, sehen Sie, also da fehlt eine ganze Generation und die tobt sich im Internet aus und in den Chatrooms aus und er stellt da eine Art von Gegenöffentlichkeit, die natürlich empfänglich ist für Histories. Absolut. Also die Elaine Showalter hat also Histories, Geschichten, Erzählungen und Hysterie zusammengedacht. Da entstehen Hysteries, also sozusagen Schwungräder voller Emotionen. Auch Shitstorms genannt teilweise. Shitstorm, ne? Ich selber war Opfer eines Shitstorms wegen eines Kommentars. Da fielen dann unter anderem so Sachen wie, schießt es tot, bevor es Eier legt. Ja. Oder die Taz empfahl, sozusagen, es sollte sich doch mal ein Kerl finden, der sich den Matuszek so richtig vorknöpft. Also geht schon sehr, sehr viel ab. Im Sinne von Vergewaltigen. Ja, ja. Die Bremsen sind locker. Ja, absolut. Und eine ganze Menge verlagert sich in diesen. Und das Merkwürdige ist, es schwappt aus diesem Internet dann auch wieder zurück und wird dann zu einer disziplinarischen Maßnahme in den Zeitungen. Da werden wir gleich nochmal auch weiter drüber sprechen. Jetzt gab es aber hier nochmal zwei Meldungen, die ich auch zulassen möchte. Vielleicht gerade nochmal aufstehen, kurz sagen, wer man ist und dann die Frage stellen. Hallo, ich bin Lukas und ich wollte noch ganz kurz was zu der Themenauswahl der Medien sagen. Gerade habe ich, als ich mich heute mit einem Kollegen auch darüber unterhalten habe, und zwar geht es darum, dass es, nicht nur sozusagen vielleicht Themen von weiter weg berichtet werden, sondern auch, dass Themen, die vielleicht vor ein paar Wochen aktuell waren, auch immer mal wieder aufgegriffen werden müssen, weil es ist dann häufig so, es gibt ein paar Wochen nur Ebola-Berichterstattung, bis es kaum einer mehr hören kann, dann gibt es nur Flüchtlinge, dann gibt es nur Paris und so weiter, dass man auch guckt, okay, vielleicht nicht einem Thema so einen großen Raum, sondern auch immer mal mit daran erinnert, okay, es gibt andere Themen, die vielleicht jetzt nicht mehr so ganz top auf der Agenda sind, aber die auch immer noch relevant sind und die nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Ja. Ganz, ganz, ganz wichtig und wir versuchen das, sage ich, dass unsere Korrespondenten, wir haben ja Korrespondenten weltweit, dann eben nach ein paar Monaten hingehen oder nach ein paar Wochen hingehen, gucken, was ist da. Aber die Schwierigkeit ist, wenn Sie dann einen Beitrag in Heute-Journal, Heute Plus zu dem Thema machen, geht das natürlich in der Flut der Ereignisberichterstattung zu den neuen Säulen, die durchs Dorf getrieben werden. Ich sage das mal so gemein, geht das natürlich unter, aber wir machen es. Wir machen dann auch Dokumentationen dazu und die Erfahrung, die wir machen, gerade wenn wir lange Formate mal richtig ins Schaufenster hängen, um 20.15 Uhr, weil ja viele sagen völlig zu Recht, warum sendet ihr das um 23 Uhr, schieß mich tot, dass dann unglaublich wenig Leute gucken. Das sollte nicht dazu führen, dass wir es nicht mehr ins Schaufenster hängen, aber es sollte uns noch mehr darin bestärken, alles, was wir haben, über die Mediathek, über das Internet, über die sozialen Netzwerke dann weiter zu verbreiten. Denn auf diese Weise findet es dann am Ende interessanterweise doch noch ein Publikum. Aber dazu gehört das Publikum, das eben auch diese Angebote dann nutzt. Das ist der Punkt, das wollte ich zu dieser Debatte auch noch sagen. Das Publikum erwartet, wenn sowas wie in Paris passiert oder sei es damals in New York und Washington, da war ich schon mal, da kenne ich mich aus, das will ich wissen, da will jeder erstmal informiert werden. Und dann fliegt natürlich hinten einiges runter. Und in der Tat, jede neue Sau, die durchs Dorf getragen wird oder gejagt wird, löst so einen Effekt aus. Ist das jetzt interessant genug? Wollen das alle
wissen? Wollen Sie es von mir wissen, von mir als Sender oder von mir als Zeitung oder von mir als Blogger? Also diese Entscheidungen zu treffen, die stelle ich mir, ich bin kein Journalist, aber die stelle ich mir unendlich schwer vor. Ich bin mehr Opfer in dem Sinne, weil ich schon öfter mit Interviews, die ich gegeben habe, auch hinten runtergefallen bin. Weil ein Thema, was vielleicht ein bisschen mehr Zeit verdient, was ein bisschen mit Netzethik oder ich weiß nicht was, wir haben neulich einen Appell losgelassen über Ethik im Netz und gegen Diskriminierung, bis das mal aufgearbeitet und im Interview verarbeitet ist, dauert es ein bisschen und bis es dann gesendet wird, noch viel länger, weil zwischendurch das Aktuelle wieder vorgezogen wird, weil all die, die das machen, natürlich ein Interesse haben, so weit wie möglich erreichbar und gehört und gesehen und gelesen zu werden. Und das ist dann aus meiner Sicht sehr, sehr oft im Alltagsgeschäft 20 Minuten bei Heute Journal, 15 Minuten in der Tagesschau und 2,5 Minuten bei RTL 2 oder sowas oder 30 Sekunden bei RTL 2. Das ist dann das Ergebnis. Wobei ich auch sagen muss, es gibt da so eine Schere im Kopf und da stimme ich dir schon so ein bisschen zu. Erlebe ich immer wieder, dass man so anlasshörig ist in Nachrichtenredaktionen und sagt, ah, das Thema kümmere dich mal, da gibt es keinen Anlass. Oh, ein Jahr Ebola-Ausbruch, da haben wir jetzt einen Anlass. Oder habe ich auch ganz oft erlebt, ich schlage ein Thema vor, dann heißt es, gibt keinen Anlass. Zwei Wochen später steht ein Artikel in der Zeitung, oh, jetzt haben wir den Anlass. Also da finde ich, sollte man schon sich auch ein bisschen frei davon machen und nicht so anlasshörig sein. Ja. Nachrichten müssen natürlich aktuell sein, aber Nachrichten sollten auch hintergründig sein und dazu gehört, finde ich, auch Themen aufzugreifen, die jetzt ein bisschen weiter her sind, aber trotzdem noch relevant und Das versuchen ja übrigens die Zeitungen, wenn ich das sagen darf. Sie können ja nicht mehr eine Zeitung verkaufen, indem sie meinen, sie haben die neueste Nachricht. Die haben sie ja nicht mehr aus der Zeitung. Sondern die Zeitung muss jetzt diesen Weg gehen. Die muss Themen finden, Themen schöpfen, Hintergründe bringen, Aktuelles einordnen, denn das Allerunaktuellste, Inaktuellste ist morgens die Zeitung auf dem Tisch, weil zwischendurch viel zu viel passiert ist, was ich aus dem Netz oder woher auch immer habe. Also diesen Punkt müssen wir noch ein bisschen vertiefen im Sinne von, wie kriege ich das in die anderen Medien? Mehr Hintergrund, mehr Analyse. Da zählt natürlich die Leidenschaft des einzelnen Journalisten und auch sein Interesse für bestimmte Themen. Und du hast da natürlich ein Problem. Also ich interessiere und begeistere mich für Chesterton. Gilbert Keith Chesterton, der ein ganz großer Konvertit ist, nicht nur der Schöpfer von Father Brown, sondern auch der Autor von Orthodoxie und Der unsterbliche Mensch und so weiter. Der interessiert mich einfach. Und da habe ich die Chefredaktion gefragt, ich möchte da gerne nach San Antonio, Texas, da trifft sich die American Chesterton Society. Und erklär das jetzt mal einem, der die Reisespesen dann bewilligen muss. Wie unabhängig kann man denn eigentlich als Journalist überhaupt sein? Sie sagen jetzt, eigene Interessen gehen da mit rein. Wie unabhängig ist man denn eigentlich in seiner persönlichen Berichterstattung? Also ich habe das Glück, dass die Sachen, die Themen, die mich, für die ich brenne, dass ich die auch machen kann, weil die Leute wissen, da kommt eine gute Geschichte raus und fahr mal los. Und in dem Fall war das eine besonders gute Geschichte, weil ich bin auf dem Weg dahin, habe ich auch ein bisschen über die Legalized Marihuana Problematik recherchiert, indem ich in Hollywood zu einem Cannabis-Doktor gegangen bin und mir was gegen meine Rückenschmerzen habe geben lassen. Und dann habe ich mir noch was gegen die schlechte Laune einpacken lassen. Und so. Er hat mich abgehört, ganz ernst. Ja, Sie brauchen Joint und so. Und dann hatte ich so eine Prescription, die sah aus wie die Declaration of Independence mit so einem aufgepappten Goldsiegel. Okay. Und bin dann weiter nach Las Vegas, wo ich ausgeraubt wurde. Und dann das kannst du nicht auf einen Reiseantrag schreiben. Das passiert. Und dann wollte ich noch nach Colorado hoch, wo Cannabis legalisiert ist. Und musste mich beeilen. Und nachdem ich mich eine Viertelstunde beeilt hatte, war hinter mir wang, 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 Sheriff. Ja, das ist teuer. Und der zog mich raus und sagte, you're going to jail for this. Okay. Und da hatte er aber noch nicht den kleinen Joint gesehen, den ich vorhatte. Okay, jetzt aber von super Artikel. Und dann eine Nacht im Navajo County Jail mit zahnlosen Indianern, Holding Cell. Im Fernsehen lief Der Pate, zweiter Teil. Ja, ja. Also Inspirational Movie. Und ich bin dann tatsächlich noch nach San Antonio gekommen und habe über Chesterton 3 Tage lang diskutiert mit Professoren, mit Priestern, mit Wissenschaftlern und war erfüllt von diesem Hochplateau der Vernunft, das ich da betreten habe. Und die Geschichte ist einfach eine
Geschichte, die passiert ist. Und das ist das Spannendste. Ja. Du kannst solche Sachen ja nicht planen. Nee. Aber du fährst los und dann sozusagen, und das ist Journalismus meiner Ansicht nach. Sehr schön. Dann gehen wir zurück von dem... Schön, dass Sie so leidenschaftlich reden. Sie haben ja viele Erfahrungen gemacht. Sehr schön. Vielen Dank für die Anekdote. Jetzt gehen wir vom Joint zurück zum Publikum. Und zwar, wir haben auch noch zwei Fragen hier. Vielleicht kurz mal, genau, hier vorne. Vielleicht nochmal aufstehen, kurz sagen, wer man ist und dann die Frage stellen. Hallo, mein Name ist Elisabeth. Und ich habe jetzt einfach nochmal eine Frage zu dem ZDF-Herrn. Herrn Thewissen. Ja, genau. Also, und zwar in Berlin. Das Opfer hieß übrigens Maria. Sie war 18 Jahre, wurde verbrannt bei lebendigem Leib. Der Freund, der Vater des Kindes, sag ich mal, sie war ja im 7. Monat schwanger, hat ihr mehrfach mit dem Messer in den Bauch gestochen und ja, ein ziemlich schrecklicher Tod. Diese Nachricht kam nirgendwo vor. Die einzige, die darüber berichtet hat, war die Bild-Zeitung im Netz. Und ich finde es als Frau und als Mutter von zwei Kindern einfach eine Katastrophe, dass so ein hochentwickeltes Land es nicht für nötig hält, ja, sowas irgendwie zu verbreiten und da auch mal in die Diskussion zu gehen. Der nächste Fall, Tutsche, ja. Also es wurde, erst war es die Heilige, die sich vor die Mädels da irgendwie gestellt hat, dass es letztendlich nicht so war, sondern letztendlich nur so war, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, hat letztendlich dann keiner gesagt. Es wird einfach nicht mehr aufgearbeitet. Und das ärgert mich, also gerade jetzt vom ZDF her, von wegen, dass sie meinen, zu wissen, was das Volk oder was das Publikum sehen will. Das Publikum möchte das hören und sehen, was passiert. Ja, also ich komme ja aus Gießen, ich habe Augen und ich habe Ohren und ich habe Gefühle und wenn ich durch die Stadt laufe, ja, bin ich nicht blind und ich mache mir Gedanken um meine Kinder und um Gedanken um mich als Frau, ja, ob ich so in diesem Land weiterleben kann. Mhm. Und da aber keiner, sag ich mal, von den normalen Medien nimmt diese Ängste wahr und greift die auf und berichtet über solche Vorfälle. Es wird ja noch nicht mal mehr gesagt, ja, dass es jetzt zum Beispiel ein Moslem oder ein Ausländer ist. Das darf man nicht sagen, weil das tut ja nichts zur Sache. Nur diese Tat findet ja nicht statt, was weiß ich, weil er das Kind nicht möchte, sondern die Tat findet statt, weil er einen anderen kulturellen Hintergrund hat und meint, seine Ehre ist wichtiger wie das Leben einer 18-jährigen Mutter oder Schwangeren. Verstehe ich sehr gut. Im Fall Tutsche kann ich das nicht teilen, weil wir dran geblieben sind. Wir haben darüber berichtet. Wir haben auch gezeigt, was im Gerichtssaal los war, wie nachher die Entscheidung war. Also wir haben schon auch die andere Seite gezeigt von dem Ganzen. Und in dem Berliner Fall, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ob wir berichtet haben oder nicht. Gucke ich nach, sehr gerne. Und verstehen Sie es nicht falsch, ich will unterscheiden einerseits und erstmal das, was unglaublich wichtig ist, wir brauchen Sie. Wir brauchen von Ihnen, wenn Dinge Sie bewegen, auch, dass Sie auf uns zugehen, dass Sie uns per Chat, per E-Mail, sonst wie auf etwas aufmerksam machen. Zusätzlich zu dem, was wir haben, nämlich Kolleginnen und Kollegen in allen Bundesländern, die selber von sich aus natürlich auch schauen, was die Leute bewegt. Jetzt kommt aber die andere Sache. Nicht jeder Fall, den wir in Deutschland haben, irgendwo, kann dann zu einer Verallgemeinerung führen, dass wir sagen, dieser Fall da in Berlin ist im Grunde genommen klassisch, das ist ein Zuwanderer und der hat diesen kulturellen Hintergrund, deswegen hat er die auf diese ganz bestialische Weise umgebracht. Ich kann Ihnen aus Deutschland Fälle nennen, wo es überhaupt keinen Migrationshintergrund, geschweige denn einen religiösen Hintergrund gibt und trotzdem vergleichbare Dinge stattfinden, und zwar zigmal im Jahr. Und hier liegt dann die Schwierigkeit, wie können Sie unterscheiden zwischen einer Verkürzung, dass man sagt, das liegt an einer Religion oder an einem ethnischen Hintergrund oder das ist ein Fall, der halt zu einem Extrem geführt hat. Es gibt hier in Deutschland im Pressekodex tatsächlich eine Vereinbarung, die ganz klar sagt, solange ein bestimmter ethnischer Hintergrund oder auch ein religiöser Hintergrund nicht notwendig ist, ursächlich notwendig ist, um zu verstehen, warum diese Tat begangen wurde und wie sie begangen wurde, dürfen wir diese Hintergründe so nicht berichten. In dem Moment, wo es aber ursächlich ist, also ein kultureller Grund und eine Ursache nachgewiesen ist, dann dürfen wir nicht nur nicht, sondern wir müssen sogar darüber berichten.
Und das tun meiner Meinung nach wir in unseren Sendungen, dass wir sagen, das ist der und der Hintergrund, wenn das für den Fall notwendig ist, um zu verstehen, warum es passiert ist. Und hier auch nochmal ganz wichtig bei diesem Fall in Berlin, Sie haben recht, ich glaube, es hat was mit, in diesem Fall mit kulturellen Hintergründen zu tun, aber nicht notwendigerweise was mit religiösem Hintergrund. Es ist aber dann sehr schnell dieser Kurzschluss möglich, ist Muslim, also klar, deswegen hat er die auf diese Weise umgebracht. Dazu muss ich sagen, es gibt wenig Christen, sage ich mal, die Ehrenmorde begehen. Ja. Das ist, ja, es gibt... Ich bin noch nicht fertig, nur ganz kurz, weil ich komme sonst nicht mehr zu Wort. Also ich versuche schon immer mal zu kommentieren im Netz. Nur in der Regel ist es so, gerade bei Spiegel zum Beispiel, wo ich gerne immer mal was sagen würde, dass dann das Forum geschlossen wird. Zum Beispiel auch bei der ARD-Mediathek ist es oft so, dass keine Kommentare mehr zugelassen sind. Und in der Regel ist es so, also oder ich lese das und zu 90% der Kommentare würde ich eher dann als konservativ oder rechts lesen und dann wird es immer geschlossen. Also das ist die letzten Male immer vorgekommen. Spiegel lässt kaum noch Kommentare zu. Süddeutsche hat ganz zugemacht. Genau. Also wir machen das nicht zu. Wir ziehen die Grenze bei denen, die hetzen und beleidigen und nicht sachlich diskutieren wollen. Und die fliegen raus, alle anderen aber nicht. Und Sie können bei uns über die Heute Plus, über unsere Facebook-Accounts mitreden. Sie können sagen, was Sie wollen. Und wir versuchen auch darauf einzugehen und teilweise auch das, was da gesagt wird, aufzunehmen und in die Berichterstattung zu nehmen. Weil Sie völlig recht haben. Es reicht nicht mehr, dass wir einfach irgendwo entscheiden auf einem Lerchenberg, der ein Zauberberg ist, was jetzt wichtig ist fürs Land. Wir brauchen die ständige Interaktion mit Ihnen, die Sie ja auch alle Beiträge zahlen für das, was wir so tun. So, jetzt möchte ich hier vorne nochmal das Mikrofon weitergeben. Hier vorne rechts gab es auch noch eine Meldung und dahinter auch noch so. Jetzt machen wir erstmal hier nacheinander. Genau. Hallo. Mein Name ist Tobias Maschmann, ich bin Lehrer für Geschichte, Politik und evangelische Religion, Ethik auch noch, am Gymnasium hier in der Gegend. Und ich hätte folgende Frage, wie man bei der Dame vor mir gesehen hat, gibt es sehr viele engagierte, demokratische Leute, auch in der Willkommenskultur, Bürger, die sich beteiligen wollen. Vorhin wurde ja gesagt, das ist auch das Hauptthema, Lügenpresse. Wir haben das Gefühl, dass wir überhaupt nicht mitgenommen werden in der Politik, weil das machen Profis, die sind so weit weg. Wir haben ein repräsentatives System in der Bundesrepublik, das war 1949 gut. Da war die Hälfte Nazis und die Hälfte Mitläufer, wenig Demokraten. Jetzt sieht man in der Willkommenskultur, haben wir eine ganze Ecke, die Mehrheit, über 90%, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, Menschen, die sind demokratisch, die wollen sich beteiligen. Jetzt kommt meine Frage an Sie. Wenn wir wirklich jetzt in den Worten von Willy Brandt mehr direkte Demokratie wagen wollen, dann hätte man in der Flüchtlingskrise auch die Frage stellen können, nicht wir schaffen das, sondern wollen wir das? Wollen wir ein Einwanderungsgesetz haben? Wollen wir Kontingente haben? Die Bürger müssen beteiligt werden. Ich denke dann, wenn diese Beteiligung da ist, das ist jetzt meine Ansicht. Sie sind als erfahrene Medienleute, da könnten wir da aus Ihrer Sicht eine Antwort drauf geben. Wenn wir mehr Demokratie hätten, würden sich mehr Bürger einbringen, würden vielleicht auch die Parteien dann wieder Möglichkeiten oder die Leute würden mehr wieder in Parteien gehen oder auch so sich zu beteiligen und wir hätten viele verkrampfte Diskussionen wie in der Flüchtlingsdiskussion, wo dumpfe rechte Parolen, eine Katrin Göring-Eckardt etikettiert alles, was irgendwo an Kritik ist, da werden die Leute ins rechte Lager abgeschoben. Würde das dann helfen, dass man weniger verdrossen Richtung Demokratie schaut? Würde es vielleicht helfen aus Ihrer Sicht, dass man die Medienpresse, also dass man die Presse nicht als abgehoben Lügenpresse etc. darstellt? Das ist meine Frage. Und zu Ihnen, Herr Thewissen, Ihre Berichterstattung finde ich immer super. Wir haben vieles über den Irakkrieg so im Unterricht einsetzen können. Schade, dass mein LK-Kurs nicht dabei ist. Das ist auch schön, dass ein Kompliment hier gilt. Das musste ich sagen, weil das ist eine wirklich sehr gute Dokumentation. Ich würde das gerne aufgreifen, weil ich das für einen ganz wichtigen Beitrag halte. Die Frage, wollen wir das? Was zurzeit passiert. Ja, es gibt viele Medien schreiben, wir schaffen das. Viele Medien schreiben, wie sieht Deutschland aus,
wenn wir es nicht schaffen. Aber die Diskussion darüber, ob wir das wollen, was derzeit passiert, findet weder politisch noch medial statt. Es wird quasi jeden Tag, auch in der Berichterstattung, wird gesagt, Integration, wir müssen mehr für die Integration tun und so. Aber die Frage, wollen wir integrieren, stellt ja keiner. Man könnte ja auch sagen, da sind Bürgerkriegsflüchtlinge, denen müssen wir helfen, die nehmen wir auf, die behandeln wir ordentlich, die haben wir hier und wenn der Bürgerkrieg vorbei ist, fahren sie wieder ab. Aber das ist überhaupt keine Diskussion. Es geht nur noch darum, wie machen wir die Integration am besten und die Bevölkerung wird nicht gefragt. Und aus meiner Sicht kann das so nicht sein. Ja. Herr Tevesen und dann Herr Matusek. Herr Tevesen, dann Herr Matusek. Ich glaube schon, dass die repräsentativen Umfragen, die wir haben und von denen ich weiß, dass viele sie auch wiederum anzweifeln, aber wir haben sie, die unterschiedlichen Meinungsforschungsinstitute, die mit ihren Methoden das erheben, die sprechen eine deutliche Sprache, nämlich dass nicht die überwältigende Mehrheit der Deutschen der Meinung ist, dass Flüchtlinge ein großes Problem sind. Die Mehrheit ist der Meinung, das sind sie nicht. Gleichzeitig ist eine Mehrheit der Meinung, es braucht eine regulierte Zuwanderung oder eine regulierte Zustrom oder wie immer man das nennen will. Und es sind auch eine Mehrheit der Meinung, dass man es ganz klar begrenzen muss. Aber die überwältigende Mehrheit sagt nicht, dass wir ein großes Problem mit Flüchtlingen haben. Das kann aber noch riesengroß werden, nämlich wenn die Politik es nicht auf die Reihe kriegt, die entsprechenden Regeln aufzustellen und auch durchzusetzen und sich daran zu halten. Kleines Beispiel, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin und der Bundespolitik gemeinsam entscheiden, dass man auf Sachleistungen umstellt und dann ein Bundesland für sich persönlich zu dem Schluss kommt, nö, machen wir aber nicht, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Es muss tatsächlich dann eben eine gemeinsame Aufgabe sein. Und jetzt ein Wort noch zu der direkten Demokratie. Das haben wir ganz lange, und das sage ich jetzt als Politikwissenschaftler, der ich gelernt bin und der in vielen politischen Diskussionen sich auch den Kopf mit anderen darüber zerbricht. Ist direkte Demokratie in jeder Situation die richtige Antwort? Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich würde sagen, in manchen Dingen ja, aber in anderen Fragen möglicherweise auch nicht. Warum? Weil direkte Demokratie auch massiv beeinflusst werden kann. Beispiel Kalifornien, da haben sie direkte Entscheidungen durch die Bevölkerung. Und wer das meiste Geld hat und die zoffigste Kampagne fährt in den USA, in Kalifornien, der kriegt am Ende meistens auch die Mehrheit. Also es garantiert nicht unbedingt, dass am Ende eine weise und sinnvolle Entscheidung dabei rauskommt. Und dafür haben wir in Deutschland in der repräsentativen Demokratie tatsächlich ja die Möglichkeit zu wählen und auch Leute abzuwählen. Ja, das, aber wenn die wir wählen können, unterschiedliche Auffassungen vertreten. Ja, das, deswegen ist ja am Ende aber die Frage, wenn diese, die wir da, die zur Wahl stehen, in überwältigender Mehrheit gewählt werden, weil die überwältigende Mehrheit der deutschen Bevölkerung der Meinung ist, das ist so in Ordnung, was die vertreten, dann kann ich es, wenn ich dann in der Minderheit wäre, kann ich mich da furchtbar drüber ärgern, aber so ist Demokratie. Ja, aber und jetzt nur noch ein Wort zu dem direkten demokratischen, was auch ein Nachteil sein kann. Und nochmal, ich finde, in manchen Dingen könnten wir das gut gebrauchen, aber ein Nachteil kann auch sein, Politiker können sich dann schlanken Fuß machen. Ich wähle die, damit die Verantwortung übernehmen und das Bestmögliche für die Bürger dieses Landes und dieses Land tun. Wenn die für jedes einfach mal so eben das Volk befragen können, dann brauchen die diese Verantwortung gar nicht mehr übernehmen, sondern die sagen im Grunde genommen, wir bilden uns zwar eine Meinung, aber die anderen entscheiden sowieso. Das heißt, die machen sich dann einen schlanken Fuß. Und auch dafür gibt es in anderen Ländern Beispiele. Also es hat was für sich, es hat aber auch manches gegen sich. Und mir gefällt es, dass man bei Wahlen ganz klar machen kann, was man meint über die Politik, die da gemacht wird. Jetzt nochmal kurz Herr Matusek, weil er sich angemeldet hat. Ja. Also was die direkte Demokratie und Volksentscheide angeht, bin ich auch jetzt nicht durch die Bank Fan, seit der Hamburger die Olympiade abgelehnt hat. Das Beispiel wollte ich auch bringen. Also, Sie sind aber Hamburger. Sehr, sind Hamburger, genau. Das hat mich dann sehr getroffen, aber der Webfehler und der Grundfehler war wohl die einsame Entscheidung von Angela Merkel, die sagte, dieses Land wird sich verändern. Ich saß mit Rüdiger Safranski, kein Dummkopf, sondern ein geachteter philosophischer Erzähler im Zug und wir sahen die Schlagzeile und da sagte Rüdiger,
Da möchte ich aber bitte schön gefragt werden, ob das Land sich verändern soll. Und es ist ja eine merkwürdige Mischung aus bei Merkel und bei den Arbeitgeberverbänden und so weiter aus demografischen und ökonomischen Gründen gewesen, die überzuckert wurden mit einer großen humanitären Geste. Aber viele Leute in diesem Lande sind nicht der Meinung, dass die Bundeskanzlerin das Mandat hat, das Land zu verändern. Und wenn ich eine grüne Abgeordnete in Hamburg höre, dass sie sagt, Gott sei Dank sind wir Deutschen bald in der Minderheit, dann schimmert doch dadurch diese alte Nie-wieder-Deutschland-Ideologie durch. Also der typische deutsche Selbsthass, also dass in der Toleranz und in der Umarmung des Fremden auch eine ganz gehörige Portion, gerade bei den Linken, von Selbsthass, Hass auf die eigene Nation durchschimmert. Und ich glaube, das spüren die Leute. Ich weiß nicht, Herr Tevesen, wie die Fragestellung genau war, aber hätten Sie die Leute gefragt, sind Sie der Meinung oder wollen Sie, dass dieses Land sich verändert? Ich glaube, da wäre die Antwort anders. Ganz kurz, haben Sie recht, kann man auch drüber streiten, aber lassen wir uns nicht so tun, als wäre nur Angela Merkel so unterwegs gewesen. So waren Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Willy Brandt und viele andere auch unterwegs. Die haben Entscheidungen getroffen, die unser Land auch verändert haben. Dazu sind viele Demonstrationen damals gewesen und manche sind dann auch abgewählt worden. Schmidt hat energisch bei Maischberger vor einem Jahr oder zwei Jahren gesagt, das war ein Fehler damals, dass wir so viele aus einem fremden Kulturkreis... Nein, ich meine jetzt nicht bei Zuwanderung. Ich meine jetzt so Fragen wie deutsche Einheit. Da gab es unterschiedliche Ansichten. Ich wollte aber bei dem Thema ganz kurz bleiben. Der hat es als großes... Als großen Fehler bezeichnet, dass so viele aus einem fremden Kulturkreis, bei dem es schwierig geworden ist, also selbst bei denen, die hier sind, die Integration nicht gelungen ist. Und der sagte, das ist ein großer Fehler gewesen und wir vergrößern diesen Fehler jetzt im Moment. Und das ist, würde ich sagen, das erzeugt Kopfschmerzen bei vielen Leuten. Jetzt vielen Dank. Bei diesem Einwurf mit mehr Demokratie wagen, finde ich ganz interessant, auch in Bezug auf die Medien. Ich finde, es findet gerade schon, man kann es so sagen, eine Demokratisierung der Medien statt. Jeder kann was veröffentlichen, was einerseits toll ist. Ich finde es natürlich toll, wenn ich absolut bei YouTube Themen umsetzen kann, die ich jetzt vielleicht in der Redaktion nicht machen kann. Auf der anderen Seite können natürlich auch Leute, die eine bestimmte Vorstellung haben, viele Leute erreichen und da jede Menge Blödsinn verzapfen. Deswegen finde ich, hat es so zwei Seiten und auch diesen Rückkanal, den man hat, durch die Zuschauer, durch Mails, durch Kommentare, einerseits super, man kann Stimmung aufgreifen, man kann sich aber ganz schnell vertun und kann einer Stimmung hinterherrennen, die eigentlich nur von einer bestimmten Interessengruppe getrieben ist. Also das erleben wir zum Beispiel bei Logo auch immer wieder, dass bei Themen wie Nahostkonflikt, Türken-Kurden-Konflikt oder so, dass da ganz bestimmte Interessengruppen massenhaft Mails schicken und man dann denkt, alle denken so und man hat sofort die Schere im Kopf. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Auf der anderen Seite ist es super, was entsteht. Junge, neue Formate, junge Medienmacher, die vielleicht gar nicht gelernte Medienmacher sind, aber trotzdem einiges erreichen und einige erreichen, vor allem mit dem, was sie machen. Vielleicht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, ich habe ein Zitat rausgeholt aus der Zeit, das schrieb Götz Hammann am 25. Juni 2015. Da schrieb er, bevor die Deutschen ins Wochenende gehen, lassen Sie sich Politik, Wirtschaft und Medien am liebsten von Welke servieren. Satire schlägt Recherche, Spott den Kommentar, Welke den Kleber. Was sagen Sie dazu? Das ist richtig, das ist eine korrekte Beobachtung. Gerade die Jugendlichen, ich habe zwei Töchter, 20, 22, die informieren sich in der Tat nicht über die heute Nachrichten, sondern über die heute Show, wenn sie überhaupt das übers Fernsehen tun. Ist aber auch nicht schlimm. Sie kriegen da ja auch mit, was in der Welt passiert. Sie kriegen das aus einer anderen Perspektive. Es wäre schlimm, wenn es das Einzige wäre. Also sie informieren sich schon. Ich bin auch Prüfer von, wenn ich ab und an mal Stipendiaten für ein Journalistenstipendium aussuche. Früher war die Frage immer, wie informieren Sie sich? Sie wollen Journalist werden. Die Frage war immer Zeit, Spiegel, meine Heimatzeitung und wir waren als Prüfer zufrieden. Die Antwort kommt nicht mehr. Es ist heute Tagesschau.de, Spiegel Online, Heute Show. Da hat sich so viel verändert, dass man, glaube ich, sich darüber Gedanken machen muss, wie kriegt man die junge Generation
mit Informationen versorgt, nicht pädagogischer Zeigefinger, sondern mit wirklich guten, qualitätsvollen Informationen versorgt, so dass sie auf dem Stand sind, den wir alle früher mal für richtig hielten, dass sie auf einem Stand sind, wo sie als informierte Bürger dann auch eine Wahlentscheidung treffen können. Also diese Frage ist doch, wenn ich auch über Förderung von Journalismus nachdenke, was soll das denn überhaupt? Warum mache ich das? Wir denken da jetzt drüber nach. Ne? Wir haben einen staatlichen Auftrag, über Förderung von Journalismus nachzudenken, auf lokaler und regionaler Ebene, wie in Nordrhein-Westfalen. Dann denken wir drüber nach, was soll es? Und das soll bewirken, dass die Bürger vor Ort, die informiert sind, am demokratischen Prozess teilnehmen können. Da müssen wir ansetzen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich wollte die Debatte nicht abbrechen zu den Flüchtlingen, aber ich bin Historiker. Ich würde dafür plädieren, dass wir ein bisschen den Dampf rausnehmen, ein bisschen auf längere Perspektive achten, vielleicht auch einem Politiker mal zugestehen, dass er vielleicht mal ein bisschen weiter guckt, als über den nächsten Wahltermin hinaus, nämlich deutlich weiter. Und vielleicht auch über die Erfahrung verfügt, zu sagen, da sind die zwar alle noch skeptisch, aber ich glaube, es ist richtig, was ich hier mache. Mhm. Also dieses Plädoyer würde ich gerne mal loslassen. Das hat ein Schröder gemacht, das macht jetzt eine Merkel. Jetzt sind unheimlich viele dagegen, ganz klar. Aber vielleicht ist es auch nicht ganz falsch, wenn sie sagt, ich will jetzt mal etwas durchsetzen, dafür bin ich gewählt. Also soll nicht damit sagen, dass sie bei allem Recht hat, was sie gegenwärtig macht. Aber ich würde schon mir wünschen in unserer Demokratie, dass wir den Politikern, die wir gewählt haben, auch mal zugestehen, dass sie nicht auf Umfragen schielen, auf Stimmungen schielen, sondern ein bisschen weiter gucken und ihnen das zugestehen. Einen Satz dazu. Würde ich Ihnen absolut recht geben. Ich sage mal, es gibt ja die berühmte Richtlinienkompetenz und manchmal muss der Mann oder die Frau an der Spitze halt mal eine Entscheidung treffen. So, und als am 4. September in Ungarn der Druck besonders groß wurde, hat Frau Merkel mit Österreich telefoniert und hat dann entschieden. Soweit alles gut. Mhm. Aber wir wählen ja auch ein Parlament. Mhm. Und ich finde, eine Situation, wie wir sie jetzt haben, wo bis heute über 900.000 Leute ins Land kommen, muss doch mal der Bundestag als unsere Repräsentanz entscheiden. Ich meine, wir haben keine Monarchie. Frau Merkel kann nicht machen, was sie will. Kein Widerspruch. Sie kann erst richtig entscheiden. Ja, ja. Ja, ja, aber dass seit dem 4. September der Bundestag keinerlei Beschlüsse gefasst hat zu der Flüchtlingsthematik, halte ich persönlich für ein Unding. Und da gehört die Debatte hin. Da gebe ich Ihnen recht. Ja, klar. Jetzt zurück nochmal zum Kabarett. Der Max Uthoff kennen Sie vielleicht von der ZDF, die Anstalt. Mhm. Der hatte mal in seinem Programm die Gegendarstellung behauptet, und ich zitiere wörtlich: Alle haben sie schon mitgemacht, ZDF und ARD. Mit modernsten Propagandatechniken wurde dieser Konflikt, meint er natürlich den Ukraine-Konflikt, immer auf eine Situation verengt. Sieg der westlichen Werte oder Unterwerfung unter ein brutales Regime. Herr Tevesen, das hört man ja immer wieder. Ja, aber wie unabhängig ist denn der öffentliche... Also der Satz völliger Blödsinn, und Max Uthoff, der ja bei uns arbeitet, der sollte gern mal in unsere Redaktion kommen, statt in München zu sitzen oder wo Neues aus der Anstalt aufgezeichnet wird, und sich mal erklären lassen, wie wir arbeiten, oder sich anschauen, was wir im Archiv haben, was wir gesendet haben. Ich glaube, der Vorwurf ist falsch. Ich verstehe aber, warum er kommt, weil eben man seine Meinung gebildet hat zu einer bestimmten Sache. Und dann im Grunde um alles, was man so sieht, an seiner eigenen Meinung nur misst. Das hat auch mit dem zu tun, was der Kollege Drotschmann da vorhin gesagt hat. In Zeiten, wo jeder Informationen verbreiten kann, übrigens auch ungeprüft, entsteht unglaublich viel Lärm. Ich nenne es erstmal Lärm. Und wir addieren teilweise auch als vermeintliche Qualitätsmedien auch zu diesem Lärm dazu. Und am Ende ist es dann umso entscheidender, dass erstens Medien da sind, die es schaffen, in diesem Lärm die Orientierung zu geben, also Dinge zu vermitteln, von denen man das Gefühl haben kann, die sind zuverlässig und richtig und nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und sorgfältig. Zweitens auch in der Transparenz, wie kommen wir zu den Schlüssen, was wir da berichten. Das ist neu, das mussten wir früher nicht. Wir müssen uns transparent machen und erklären, wie kommen wir dahin. Aber dazu gehört drittens auch eine Bevölkerung, dazu gehören Menschen, die verstehen, dass sie selber auch die Pflicht haben, in dem ganzen Lärm sich nicht nur das rauszupicken, was ihre eigenen Ansichten bestätigt, sondern bewusst sich auch mit dem auseinandersetzen, was eben nicht ihre eigenen Ansichten sind. Also selber auch zu schauen, wie man
ja, andere Meinungen zulässt, darüber nachdenkt, vielleicht auch bereit ist, sich selber in seinen Ansichten zu verändern. Und das fällt schwer, weil es ist eine so komplexe, komplizierte Welt geworden und man wird so geflutet mit Reizen und Informationen, dass ich sehr, sehr verstehen kann, wie schwierig es ist, tatsächlich dann am Ende, ja, selber die Orientierung dazu finden. Jetzt möchte ich die Orientierung wieder mal ins Publikum richten. Und zwar gab es hier wieder eine Wortmeldung. Vielleicht kurz nochmal aufstehen und mit Mikrofon vorstellen. Und ja, genau. Schönen guten Abend. Mein Name ist Devin. Ich persönlich finde das ZDF nicht schlecht. Ich finde es nur schlecht, dass ich durch die GZ gezwungen werde, sie gut zu finden. Und Ich finde, solange sie in diesem Spannungsfeld stehen, auf Basis dieses überholten und nicht demokratischen Modells sich zu finanzieren, müssen sie sich auch diesem Misstrauen aussetzen. Und ich glaube auch nicht, dass das Qualität ein Kriterium dafür ist, dass die Leute ihnen misstrauen. Denn wenn man sieht, wie diese Rattenfänger oder Büchsenspanner oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte, Menschen fangen, dann ist das bestimmt nicht mit Qualität, sondern sie bieten ihnen einfach nur einfache Lösungen und das teilweise auf wirklich mindestem Niveau. Da wird ein Bild zusammengeklatscht, dann wird die Wahrheit daneben geschrieben und dann wird irgendwas behauptet, was sonst wo nicht behauptet wurde bisher. Ja. Deswegen glaube ich, Qualität ist nicht das Kriterium, sondern irgendwo das Spannungsfeld zwischen GEZ, öffentlich-rechtlich, staatlich finanziert, beziehungsweise vom Staat kontrolliert. Ja, in diesem Spannungsfeld müssen Sie sich das gefallen lassen, dass man Ihnen misstrauen wird, solange dieses Modell besteht. Sie haben auch wieder 100% recht und das habe ich ja vorhin versucht zu sagen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Feedback immer kriegen, aber auch darauf eingehen und nicht einfach auf taub schalten und nicht reagieren auf das, was kommt. Sag Ihnen aber auch ganz ehrlich, und hier verteidige ich das Gebührensystem in Deutschland, das ist keine perfekte Lösung, aber vielleicht sogar die bestmögliche. Warum? Alle Alternative bedeutet, dass es vielleicht entweder gar kein öffentlich-rechtliches Fernsehen gibt oder dass es ein kommerziell betriebenes Programm sein müsste und wir noch viel mehr Werbung machen müssen, um uns zu finanzieren. Und dann müssten wir alle gemeinsam überlegen, was bleibt denn dann, wenn es uns weder ARD noch ZDF gäbe, was bleibt denn dann eigentlich über? Es wird dann keine Kanäle geben, die wie das ZDF im Jahr 700 Dokumentationen anbietet, die Sie gucken können, wann Sie wollen. Es wird kein Programm geben, das qualitativ hochwertige, fiktionale oder auch unterhaltende Stoffe macht. Es wird in Deutschland dann keine Sender geben, die die großen Kinofilme im Wesentlichen, die deutschen Kinofilme im Wesentlichen mitfinanzieren. ARD und ZDF sind die größten Auftraggeber tatsächlich für Filmproduktionen, sowohl fürs Kino als auch fürs Fernsehen in Deutschland. All das würde es nicht mehr geben. Das schließt aber nicht aus, dass wir, oder das soll nicht heißen, dass sie kein Mitspracherecht haben. Im Gegenteil. Wir wollen, dass Sie mitbestimmen, was wir machen, indem Sie uns zurückspielen, was Sie wollen. Und das wird aber nicht dann so sein können, dass wir eine Umfrage machen und die Leute wollen alle vielleicht nur Fußball haben und keine Aspekte-Sendung, sondern wir sind natürlich verpflichtet, qua Gesetz, die gesamte Bandbreite der Gesellschaft mit den unterschiedlichsten Angeboten, auch wenn es nachher nur 100.000 gucken, zu bedienen. Und vor dem Hintergrund halte ich dieses System erstmal für das Bestmögliche. Und jetzt ist ganz wichtig, wer steuert uns? Und da gibt es tatsächlich ja diese Diskussion, der Staat steuert uns, die reden uns dauernd rein ins Programm. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin jetzt seit 1995 beim ZDF und ich bin jetzt seit 2007 der Chef der Hauptredaktion Aktuelles und davor war ich auch schon der Chef vom Dienst dieser. Das heißt, da werden die Nachrichten gemacht. Und in der gesamten Zeit habe ich zwei Fälle erlebt, wo Politiker versucht haben, uns reinzureden. Das eine war Herr Strepp von der CSU, der hat danach seinen Job verloren. Er ist weich gefallen, muss man dazu sagen, aber er hat seinen Job als Sprecher der CSU verloren. Und der zweite war ein führender Kopf der Grünen. Ich will gar nicht den Namen nennen. Und auch der war nicht erfolgreich mit dem Versuch der Einflussnahme. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir
machen jeden Tag unsere Berichte, ohne dass irgendjemand Druck auf uns ausübt. Aber wir müssen Rechenschaft darüber ablegen. Das heißt, hinterher kann sich jeder in Deutschland beschweren, der kann eine Programmbeschwerde einlegen, der kann uns einen Brief schreiben. Und auch die Gremienmitglieder in unserem Fernsehrat und im Verwaltungsrat, die können sich auch beschweren. Was sie definitiv nicht können, vorher mitreden, was wir senden. Das dürfen die nicht. Natürlich haben wir immer wieder dann Ausschusssitzungen, wo sowohl die Beschwerden von normalen Zuschauern, von allen Zuschauern behandelt werden, sehr ausgiebig. Und wir haben auch Sitzungen, wo sich der Fernsehrat von der Lobby oder von dem Verband oder von der Partei über irgendwas aufregt. Und jetzt vielleicht zum Schluss, ich will nicht zu lange werden, ist interessant für mich zu sehen, ich kriege jetzt einen Verlauf mit, seit dem Jahr 2007 sitze ich in diesen Gremien. Und am Anfang war das noch so, dass tatsächlich manchmal konnte man eine Linie ziehen, wenn sich die Leute aufregten über einen Frontal-21-Beitrag, über einen Heute-Journal-Beitrag, dann konnten sie genau sehen, da sitzen die Konservativen, die saßen übrigens auch so da. Auf der einen Seite die Konservativen, und zwar nicht nur die Parteien, sondern auch die Verbände und so weiter. Und auf der anderen Seite saßen die anderen. Und da konnten sie eine Linie ziehen, wer welche Ansicht hatte. Und heute ist das so in unserem Fernsehrat, da kriegen sie keine Linie mehr hin. Weil wirklich quer durch die Bank die Leute sich ihre eigene Meinung gebildet haben und keine Blöcke mehr gebildet werden, sodass sie durchaus zu einem Thema wie Flüchtlinge beispielsweise Leute haben im Fernsehrat auch, die regen sich ganz furchtbar auf und die gehen aber quer durch alle Parteien oder Bevölkerungsgruppen, die der Meinung sind, wir zeigen ja doch nur Frauen und Kinder. Und sind der Meinung, wir zeigen die jungen Männer ja nicht, die da alle kommen, was übrigens empirisch Blödsinn ist, das kann ich widerlegen, diese Auffassung. Und es gibt andere, die der Meinung sind, wir müssen noch mehr Willkommenskultur machen und so weiter. Und das fällt nicht mehr auf diese Seite rechts oder links, sondern das geht wirklich quer durch die Bank. Also ich fühlte mich noch nie so frei wie jetzt, sage ich Ihnen. Vielen Dank für das Statement, Herr Matthias. Also ein wunderbares Bild, was Sie da gemalt haben, ein bisschen ideales Bild. Natürlich wird das Programm von ZDF und ARD auch stark beeinflusst durch die Quoten, die man erzielen kann. Dadurch wird schon bestimmter Programmzuschnitt erzielt. Ich selber bin Leidtragender. Bei mir ist eine Sendeserie abgesetzt worden, weil sie keine Quoten hatte. Aber die ist Donnerstag Mitternacht um 13:30 irgendwie praktisch gesendet worden und wurde dann abgesetzt, war eine Kultursendung. Also ganz so frei und ganz so kommerzfern wie die viel beschworenen Privaten sind die öffentlich-rechtlichen längst nicht mehr. Und zum Zweiten gibt es natürlich ein Auswahlkriterium, was gemacht wird. Und das wird in den Kantinen der Sendeanstalten und von den Redakteuren gemacht, die alle natürlich eine bestimmte Ausrichtung, eine politische Ausrichtung haben. Und die Kritik, die ich hätte, ist eben nicht das, was gesendet wird, sondern das, was nicht gesendet wird. Also wenn irgendetwas konservativ riecht, dann wird es gleich nach rechts verschmiert und dann rechtsradikal. Also die Linie ist sehr abschüssig. Es geht so weit, dass die Frau von Klaus Kelle, Birgit Kelle und ich und andere in der Schaubühneninszenierung in Berlin sozusagen also ich sah da plötzlich mein Foto zwischen NPD-Plakaten. Ich habe nie was mit der NPD zu tun gehabt. Ich gelte als konservativ. Und ich glaube, in den öffentlich-rechtlichen Anstalten herrscht das Klima vor, dass man doch eher die links-grüne Agenda stützt und alles, was rechts ist oder CSU oder IGIT, da ein bisschen zu kurz kommt. Das ist sozusagen der Eindruck, dass ich mich nicht irgendwie erwehren kann. Kann ich ganz klar bestreiten. Also ich, klar. Manche sortieren mich eher in die konservative klar. Ecke. Ja, und ich sitze jeden Morgen in der 10:30 Uhr-Konferenz und erlebe, wie wir heftig miteinander streiten über alle möglichen Themen. Ich erlebe das auch in jeder Redaktionskonferenz und kann Ihnen nur sagen, mir ist noch nicht vorgekommen, dass irgendjemand von oben, der Redaktionsleiter, wer auch immer, sagt, ich will aber, dass das jetzt dieser Linie entspricht. Sondern das wird, jetzt können Sie sagen, naja, die Mehrheit ist halt eher rot-grün, aber gucken Sie sich unser Programm an. Ich glaube, das können Sie nicht belegen. Also darf ich vielleicht mal da konkret nochmal nachfragen?
Es gibt in Berlin alljährlich diesen sogenannten 1000-Kreuze-Marsch. Das ist eine Demonstration gegen Sterbehilfe und Abtreibung. Genau. Im vergangenen Jahr war das ZDF dort vertreten, nämlich mit Olli Welke. Wo ich mich schon mal frage, warum bei einem doch ernsten Thema, Sterbehilfe war jetzt gerade Diskussion, gab es gerade Entscheidung im Bundestag, das ZDF zwar die Spaßredaktion schickt, aber es nicht meldet. Kann man aber sagen, gut, ist nicht unser Thema, wollen wir nicht, ist Ihre Entscheidung. Aber ich muss alljährlich grinsen, wenn ich dann die Ostermärsche sehe, die früher mal bedeutend war vor 3 Jahrzehnten, die heute, sagen wir mal, in Bochum, ja, das sind weniger Leute, als wenn ich Geburtstag feiere, da fahren 30 Rentner mit Regenbogenfahnen rum und ARD, ZDF, RTL, alle sind da. Es läuft in den Hauptnachrichten mit nach dem Motto, an Rhein und Ruhr fanden wieder die traditionellen Ostermärsche statt. Und wenn 5000 Abtreibungsgegner in Berlin durch die Gegend laufen oder 5000 Eltern in Stuttgart gegen die rot-grünen Bildungsländer, dann findet das in den Hauptnachrichten nicht statt. Und das finde ich von der Gewichtung her schwierig. Die Millionen, die in Paris. Die Millionenmärsche, die in Paris stattfanden, gegen die. Homo-Ehe. Eine Million Teilnehmer. Die wurden bei uns nicht. Waren bei uns im Programm übrigens auch Sterbehilfe als Thema. Ein Riesenthema, von dem wir alle Seiten. Gespiegelt haben. Abtreibung, ein Thema, von dem wir alle Seiten gespiegelt haben. Wer entscheidet, ob 50 Rentner in Bochum in den Nachrichten kommen und 5000 Demonstranten in Berlin nicht? Also das Schöne wäre, wenn ich jeden Tag eine Nachrichtensendung hätte, die ich beliebig lang machen kann und mir auch aussuchen kann, was an diesem Tag in der Welt zu passieren hat, damit alle Themen unterkommen, die jeder gerne sehen möchte. Meine Nachrichtensendung, Hauptnachrichtensendung, ist mal 18 oder 20 Minuten lang. Und dann passiert in allen Ecken der Welt irgendwas, dann fällt etwas sehr schnell runter. Wenn Sie diesen Marsch machen an einem Feiertag, meinetwegen an Ostern, ist die Chance zum Beispiel reinzukommen. An einem Samstag, Karsamstag, ist deutlich höher als an einem Ostersonntag und unterm Strich am Feiertagswochenende deutlich höher als unter der Woche. Warum? Weil unter der Woche halt viel passiert in aller Welt, sodass so etwas eher hinten runterfällt. Am Samstag haben wir eine lange Sendung, die ist 20 Minuten lang, am Sonntag ist sie nur 10 Minuten lang. Das heißt, es wird jeden Tag immer wieder miteinander gestritten und irgendwie versucht herauszufinden, was sind die Themen, die wir an diesem Tag den Menschen bringen müssen. Jetzt genau, vielleicht zu diesem Thema, wo wir gerade dabei sind, höre ich aus dem Publikum, dass es da auch eine Frage zu gibt. Jawohl. Ja. Ich bin der Klaus, hallo. Ich wollte noch mal vom Herrn Thewissen wissen, wie er denn jetzt entscheidet, weil Sie sagten eben, als es um die Jesidenverfolgung ging, ja, das ist weit weg und interessiert die Menschen vielleicht nicht so sehr. Gut, Sie haben ja selber gesagt, wenn es danach ginge zu entscheiden, was die Menschen interessiert, wären es wahrscheinlich Fußball und Helene Fischer. Wo sagen Sie jetzt, okay, das ist was, das müssen wir bringen, auch als öffentlich-rechtliche Anstalt mit Informationsauftrag. Haushaltsdebatte würde wahrscheinlich auch hinten runterfallen, wenn Sie fragen würden, was die Menschen interessiert. Und wo sagen Sie halt, okay, das ist weit weg, das interessiert die Leute nicht so, das lassen wir mal weg. Wo oder nach welchen Kriterien wird es entschieden? Wie wird es gemacht? Ja, also es ist nicht allein die Frage, interessiert mich was? Dann würden wir in der Tat wahrscheinlich eher, ich sag jetzt mal, auf der Boulevardesken-Seite landen in den Hauptnachrichtensendungen. Sondern es kommt auch darauf an, sollte es die Leute angehen, weil es wichtig ist, weil es sie in ihrem Leben betrifft. Vielleicht noch nicht jetzt, aber vielleicht übermorgen, wenn die Entscheidung dann eben gefällt worden ist, über die gerade im Bundestag heute heftig diskutiert worden ist. Also wir wählen auch aus danach, welche Menschen und sind unsere Zuschauer davon besonders betroffen, wenn eben bestimmte Ereignisse in der Welt stattfinden. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass wir auch in den Nachrichtensendungen stärker, wir machen es hin und wieder, wenn wir mal Platz haben, aber stärker die Zusammenhänge aufzeigen können. Also will ich Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wenn wir Piraten bekämpfen an der Ostküste Afrikas und schicken extra die Marine darunter, dann würde ich am liebsten in jedem Nachrichtenstück, was ich darüber mache, gleich mitsenden, dass wir das Problem selber mit verursacht haben.
indem wir nämlich Fischfangflotten, ich nehme jetzt aber das Beispiel Westafrika, weil da fahren die EU-Fischfangflotten hin, die fahren da runter, fischen die ganzen Gründe leer, mit dem Ergebnis, dass die Menschen an der Westküste Afrikas nichts mehr zu beißen haben. Ein Teil davon macht sich auf den Weg nach Europa, das sind die Flüchtlinge, die wir jetzt haben, und ein anderer Teil davon wird da unten kriminell zu Piraten oder gar Terroristen. Und dann fahren wir hin und müssen das Problem bekämpfen, also die Marine. Und wir haben es mit verursacht. Warum? Weil Sie und ich und vielleicht ein paar andere gerne Tilapia-Fisch essen, der nur in diesen Gründen vorkommt. Das würde ich super gerne immer mitsenden, aber so viel Platz ist in der Nachrichtensendung nicht. Das machen wir dann in Magazinsendungen und Dokumentationen. Und die gibt es. Wir zeigen das, aber das gucken leider vergleichsweise weniger Menschen. Mirko, jetzt habe ich dich lange nicht dran genommen, jetzt bist du auch dran. Ja, ich wollte da auch nochmal drauf eingehen, auf die Sache auch mit den Öffentlich-Rechtlichen, die vielleicht auch nicht alle ansprechen, und bezieht sich auch ein bisschen auf die Themen. Ich glaube, dass man, muss ich auch selber selbstkritisch sagen, als jemand, der eine Weile schon bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, die junge Leute lange Zeit aus dem Blick gelassen hat und auch heute noch teilweise, auch was die Themengewichtung angeht, wenn ich mir heute eine Tagesschau, heute Nachrichten angucke, dann kann ich mir vorstellen, dass sich ein 16-Jähriger da nicht wirklich abgeholt fühlt. Jetzt gibt es natürlich heute Plus von ZDF, Seite seit einiger Zeit, was schon mal ganz gut ist, allerdings auch nicht die ganz Jungen anspricht. Es gibt Logo für Kinder und dann gibt es erstmal nichts mehr. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil man verliert ganz viele junge Leute, die auch nicht mehr zurückkommen. Nicht nur im Nachrichtenbereich, auch in anderen Bereichen. Und deswegen verstehe ich schon, dass Öffentlich-Rechtliche gerade bei jungen Menschen ein großes Legitimierungsproblem haben und noch in Zukunft ein sehr, sehr großes bekommen werden. Die dritten Programme, ja, wird in 20 Jahren niemand mehr gucken. Ich moderiere auf einem dritten Programm. Ich muss mir da Sorgen machen, aber ich glaube, das wird noch zu großen Problemen führen. Und ich finde es da auch ein bisschen traurig, dass erst die Politik sagen muss, mach doch mal ein Jugendangebot im Netz, bevor die Öffentlich-Rechtlichen da selbst auf die Idee kommen. Breite das Angebot für junge Menschen. Das hat alles was mit Relevanz zu tun. Und für die Jugend ist das, was da läuft, nicht relevant. Ich glaube, das ist auch eine Frage der journalistischen Ausbildung, der Qualität der Journalisten in ihrer Arbeit, dass sie versuchen zu erkennen, was ist wirklich jetzt relevant, nicht nur für mich persönlich, auch nicht nur nach der Quote gemessen, sondern vielleicht fürs Gemeinwesen, vielleicht für die Demokratie, für unser Zusammenleben, fürs soziale Zusammenhalten. Was ist relevant? Ich sehe das immer, wie gesagt, Nordrhein-Westfalen, Lokalfunksystem, kommerziell. Ich höre aber leider auch beim WDR ziemlich viel über die Blechschäden vom Rathaus. Und ich frage mich immer, wen interessiert das denn? Ja. Ne? Aber in jeder Nachrichtensendung, der Blechschaden vom Rathaus in Bottrop, wunderbar, war wieder ein Unfall, ist nicht relevant. Also da mache ich auch meinen Journalisten, die ich da so in Nordrhein-Westfalen sehe und mit denen wir diskutieren, denen mache ich den Vorwurf, ihr müsst euch nicht wundern, dass euch keiner mehr einschaltet, dass ihr als Dudelfunk genommen werdet. Und diesen Tendenzen müssen wir, glaube ich, entgegentreten, sondern und müssen darauf abzielen, dass die Bedürfnisse des Zuschauers und Zuhörers das eine sind, aber das andere wirklich, und nochmal, nicht mit erhobenem Zeigefinger, was ist eigentlich nötig, damit die da unten vor dem Fernseher sitzen oder hier im Publikum sitzen oder vor dem Hörer sitzen oder sich übers Internet informieren, dass sie aufgeklärt, dass sie informiert mittun können, mitgestalten können. Ich komme in meinen Vorträgen jetzt in letzter Zeit immer wieder auf Immanuel Kant zurück und selbstverschuldete Unmündigkeit. Darüber müssen wir mal reden. Das ist doch selbstverschuldete Unmündigkeit, wenn man sich über das nicht informiert und dann hinterher aber noch meckert. Ja. Wobei ich finde, dass das wirklich ein zweiseitiges Schwert ist, weil ich glaube nicht, dass man den Medien anlasten kann, dass sie nicht genug für Jugendliche macht, sondern ich glaube einfach, dass Jugendliche durch eine Gesellschaft, in der sie weitgehend fern von Nöten und großen Sorgen sind und so weiter, eben die Relevanz gar nicht einsehen. Ja, ich kann vielleicht, wenn ich 20 Sekunden habe, kurze Geschichte bei uns von zu Hause erzählen. Unsere älteste Tochter, 16 Jahre, hat ein Highschool hier gemacht in Amerika und so ist jetzt wieder da und vor ein paar Wochen kam sie und sagte, sie hätte noch so einen Bekannten und der würde gern mal uns besuchen, ob das wohl ging. Das ist überhaupt kein Problem, wir haben Kontakt mit den Eltern, ob das okay ist. So, kommt also der 18-jährige Bekannte. So, meine Tochter hat sich null interessiert, was für einen Journalisten auch furchtbar ist, für Nachrichten aller Art. Jetzt hat sich herausgestellt, ich muss dazu nur sagen, wir hatten unvorsichtigerweise der Familie gesagt, na, wenn der hier ist, ist auch nicht weit weg, dann fahren wir mal nach Paris und so. Und so, jetzt haben die CNN gesehen und gesehen, was hier los war die letzten Wochen. Und jetzt steht das auf einmal auf Kippe.
Ja, jetzt ist auf einmal nach dem Motto, die Eltern überlegen, ob sie die Reise nicht absagen, weil man in Europa vielleicht Angst haben muss als junger Amerikaner. Und jetzt guckt meine Tochter jeden Tag Nachrichten, weil sie wird nach dem Motto, hoffentlich passiert nichts, wenn jetzt noch irgendeine Explosion, dann platzt die Reise. Das betrifft sie. Aber im Alltag, die gehen zur Schule, die feiern Partys, warum sollen die Nachrichten gucken? Den Jungen, ob wir Griechenland den Euro stabilisieren oder so, das sind doch Themen, die von objektiver Relevanz sind. Die interessieren junge Leute. Ich glaube, wir unterschätzen die jungen Leute. Ja, definitiv. Unsere Erfahrung mit Heute Plus ist, selbst wenn ich sowas wie TTIP mache, wenn ich Griechenland den Hebel mache oder sowas, das interessiert junge Leute. Aber was sie nicht wollen, ist erstens, wenn da ein Moderator steht, der ihnen was verlautbart, also der im Grunde genommen irgendwie so rüberkommt, als wäre er Staatsfunk. Pressekonferenz. Und zweitens, er will nicht einfach nur konsumieren, er will auch mitreden. Weil über diese kleinen Dinger, diese Smartphones, die mittlerweile 80% der Menschen in Deutschland haben und 60% davon informieren sich auch über die Smartphones, haben die Jugendlichen auch Zugang über ihr Facebook-Feed zu den wichtigen Themen dieser Zeit. Sie haben auch Zugang über Reddit, über Weltereignisse und haben dann Fragen. Und wir merken bei Heute Plus eben, wenn wir einen Beitrag zu TTIP machen und den geben wir über Facebook raus, dann wird der geklickt wie wild und die Leute fangen an zu kommentieren und miteinander zu diskutieren. Ich glaube, wir hätten eine Riesenchance, an die jungen Leute ranzukommen. Die interessieren sich auch für solche Themen, vielleicht nicht alle. Aber wir müssen die entsprechenden Angebote dafür schaffen. Jetzt möchte ich noch mal eine letzte Zuschauerfrage hier zulassen, die hier gerade noch ist, ja? Vielleicht noch mal. Und dann möchte ich gerne noch mal über den Lösungsansatz sprechen. Ja. Ja, servus. Ich bin der Tobi. Ich habe mal mehr eine qualitative Frage. Folgendes: Netzausbau der Telekom, der ist folgendermaßen: Momentan Vectoring, vermutlich langfristig Glasfaser, aber was ich bisher vermisse, ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen, die ja mit dem Auftrag haben, zu aufzuklären, denn kritisch hinterfragen, wo denn die ganzen Fördergelder an Milliarden hinfließen, nämlich in eine veraltete Technologie. Und Mixcom. Die TTIP-Verhandlung, das einzige wirkliche Inhaltliche, was ich mitkriege, ist von WikiLeaks. Ich kriege da weder interne Papiere mal zu sehen, die in den öffentlichen Medien oder lass es mal Zeit, online etc. sein. Sehe ich nichts. WikiLeaks. Wie, also illegal beschaffte Sachen quasi. Und das stört mich dann doch ziemlich, dass das kritische Bild von einigen Sachen, wie auch erneuerbare Energie, EEG etc., nicht vorhanden ist. Dass Windräder gebaut werden in Naturschutzgebieten mit gefälschten Gutachten, gibt's nicht, wird nicht berichtet. Dass von 400 Milliarden Euro Fördergeldern 2% erneuerbare Energien bei rauskommen, das ist irgendwo, sage ich jetzt mal salopp, scheiße. Und davon hört man nichts. Das sieht man nicht, das kriegt man nicht mit, das wird nicht mehr in der Zeitung geschrieben. Ganz einfach, weil das kommt nicht dem grünen Bild zugute. Und ich habe da das Gefühl, dass doch sehr viele Medien, Zeitungen, lass es auch mal die FAZ sein, politisch sind und parteiisch. Und das stört mich doch sehr. Und ich denke, da kommt auch ein bisschen der Ruf Lügenpresse her. Von den Themen, die Sie gerade genannt haben, waren mindestens drei tatsächlich bei Frontal 21 und bei ZDF Zoom. Das Problem ist, in all diesem Lärm, von dem ich vorhin sprach, fällt sowas noch weniger auf. Wie findet man das eigentlich? Wie stößt man darauf, wenn es da was gibt? Und vor allen Dingen, wenn es nur ein Beitrag in Frontal ist, 7 Minuten, ja, entfaltet der überhaupt keine Wirkung? Weil er erstens die Leute nicht erreicht und weil sich die diese, ich sag mal, manchmal finsteren Machenschaften machen, die können sich zurücklehnen, weil sie genau wissen, das geht unter in dieser Flut von Informationen. Die können sich da einen schlanken Fuß machen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir mehr, vorhin war das Thema auch, mehr investigative Power haben, dass wir dafür auch unsere Ressourcen aufwenden, um diesen Geschichten, da haben Sie völlig recht, noch stärker hinterherzuschauen. Also das wollte ich auch sagen, es gibt es, aber es geht wirklich unter, es wird nicht gefunden, man muss wirklich speziell suchen. Mein Thema Medien, klar, der WDR hat eine Hörfunksendung, jeden Samstag Texte, Töne, Bilder, kriege ich wunderbar die Welt erklärt, was die Medienpolitik und die Medienentwicklung angeht, muss ich aber wissen. Geht unter in der Flut dessen, was wichtiger, größer, relevanter ist, und machen wir uns nichts vor, solche Themen wie TTIP und Netzneutralität oder Ähnliches sind Spezialistenthemen. Und das überzubringen,
das verlangt verdammt viel Geduld und Sendestrecken und so. Wir haben mal länger über Netzneutralität und Ähnliches gesprochen und über YouTube und Werbung bei YouTube etc. Wir Spezialisten kennen uns aus und wissen, wo wir die Themen und die Sendung dazu finden. Aber die große breite Masse erreicht das nicht und das ist ein Problem. Das Plädoyer, was wir auch noch mal haben möchte. Wir haben jetzt viel über die Krise gesprochen. Wir hatten viele Fragen, wir haben auch viel geantwortet und viel Dialog geführt. Das war sehr schön, fand ich. Jetzt würde ich gerne noch mal auf einen Lösungsansatz kommen und zu sagen, wie können wir denn jetzt, jetzt haben wir diese ganzen Probleme, auch was hier zur Sprache kam, wie können wir denn jetzt eine Lösung finden, dass man den Medien, dass man Medien generell für die Zuschauer wieder verbessern kann, aber auch das Vertrauen gegenüber den Medien stärken kann. Was würdest du dazu sagen, Mirko? Also ich würde sagen, und das passiert jetzt ja auch schon vermehrt, Wünsche, Probleme, Sorgen, Ängste aus der Bevölkerung ernst zu nehmen und zu thematisieren und nicht mehr so diesen dozentenhaften, diese dozentenhafte Berichterstattung zu machen. Da vorne steht einer, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, der mal sagt, wie die Welt funktioniert, sondern aufzugreifen, was fühlen die Menschen, was wollen sie, ihnen die Welt zu erklären, Hintergründe und Emotionen mit in die Berichterstattung aufnehmen, trotzdem sachlich korrekt bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtige und nicht einfach in irgendwelchen Sphären in einem Raumschiff schweben und schon und sagen, wir wissen schon, was richtig und wichtig ist. Ist es die Art und Weise, wie Medien, also wie man Nachricht vermittelt, oder ist es der Inhalt, der vermittelt wird? Sowohl als auch. Also die Art und Weise sollte definitiv auch mehr auf Augenhöhe sein, authentischer. Es ist nicht nur so, dass junge Leute sich gern auf Augenhöhe angesprochen fühlen, sondern dass auch Menschen, die älter sind, sagen, also wenn jemand mit mir so redet, dass er mich auch ernst nimmt und nicht einfach einen Text vom Teleprompter abliest und so regierungserklärungsmäßig runterliest, dann macht das auch schon einen großen Unterschied. Also auch die äußere Form ist wichtig. Herr Matusek? Ich wollte ganz kurz noch zurückgreifen auf den Tag der vermeintlichen Intervention 2013, als Obama sozusagen die rote Linie überschritten hatte. Es gab einen einzigen Grund, warum das nicht passiert ist, nämlich die große Vigil auf dem Petersplatz, zu der Papst Franziskus aufgerufen hat. Mehrere hunderttausend Leute beteten dafür, dass kein Krieg anfängt. Und tatsächlich am gleichen Tag verstolperte sich John Kerry in dieser berühmten Konferenz. Ja, wenn ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, Lavrov nahm das sofort auf und es kam nicht zum Krieg. Das ist eine. Ich glaube, die Presselandschaft und die Medienlandschaft hat sich dahingehend verändert, dass es eine unglaubliche Entmonopolisierung gibt, dass die Produktionsmittel sozusagen vergesellschaftet sind. Jeder kann heute mit so einem Ding eine Sendung machen und jeder hat sowas in der Tasche. Durch das Internet gibt es die Möglichkeit, dass auch die Printpresse Konkurrenz bekommt durch die Blogs. Das ist eigentlich eine ganz tolle Zeit, das ist eine Gründerzeit. Also wir sozusagen leben in einer Zeit der großen Demokratisierung von Information und Medien. Mhm. Ich sehe das also ganz, ganz optimistisch. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich überlegen, nicht so sehr, was sie senden, sondern was sie nicht senden. Und ich glaube, dass der konservative Anteil ein bisschen zu kurz kommt und dass auch, wenn man Welke zu den Abtreibungsgegnern schickt, eine bestimmte Attitüde, eine bestimmte Haltung gegenüber gerade gläubigen Menschen ist. Ich habe letzte Woche in Aspekte die Dame gesehen, die hatte diesen Rocker von AC/DC, ist der, glaube ich, Larry, der mit der dicken Warze, der vorschlug, ja, Gott ist alles Käse, Rock'n'Roll ist der Gott. Und die Moderatorin nahm das auf, ja, Gott sei Dank brauchen wir keinen Gott mehr, Rock'n'Roll, das ist ein ganz gutes Motto. Da standen mir ein bisschen die Haare zu Berge und also wenn die Öffentlich-Rechtlichen da ein bisschen mehr aufpassen, dann wird alles gut. Herr Thewissen, dann gebe ich gleich mal die Öffentlich-Rechtlichen weiter. Ja, da werde ich wieder dreist naiv und idealistisch, weil ich so einer bin, der idealistisch ist. Die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Presse sind auch in Europa massiv gerade in Gefahr. In Polen gucke man sich an, was die Regierung da macht. Sie übernimmt die Presse. In Spanien, in Frankreich, in Italien und anderen Ländern, auch in Ungarn ist und in der Türkei ganz besonders in den letzten Tagen ist ganz klar geworden, dass die Presse
die Freiheit zerstört werden soll für machtpolitische Interessen. Und hier in Deutschland haben wir, wie ich finde, die beste Pressefreiheit und Unabhängigkeit quer durch ganz Europa. Das ist aber auch in Gefahr, wenn wir alle hingehen und das kaputt machen, indem wir es kaputt reden, indem wir sagen, wir wollen kein öffentlich-rechtliches und die sind alle sind Zwangssender und staatsgelenkt und so weiter. Wenn es die nicht mehr gibt, dann wird es in Deutschland auch nur noch eine kommerziell gesteuerte Presse geben und nichts anderes mehr. Und deswegen kann ich nur sagen, und das ist jetzt idealistisch, helfen Sie nicht dabei mit, dass diese öffentlich-rechtliche Systematik in Deutschland zerstört wird, aber fordern Sie von uns ein, indem Sie uns massiv unter Druck setzen, kritisieren, Ideen liefern, Anregungen gegen den Strich zu bürsten, indem Sie sich einbringen, indem Sie mitreden und so weiter, dass wir das richtig machen, dass wir uns würdig erweisen dessen, dass Sie uns die Beiträge jeweils geben. Und jetzt wird es ganz pathetisch, weil ich den Jefferson wieder zitieren will, den ich anfangs gesagt habe. Der gleiche Kerl, der anfangs gesagt hat, man darf den Zeitungen nichts abnehmen, Lügenpresse, ja, der hat mal gesagt, wenn ich wählen kann zwischen einer Regierung und einer unabhängigen Presse, würde ich mich immer für die unabhängige Presse entscheiden. Und ich glaube, da steht viel auf dem Spiel und da müssen wir gemeinsam zu beitragen, dass wir das erhalten in Deutschland. Haben Sie denn schon Ideen oder, sag ich mal, gibt es schon Kanäle, wo man versucht, eben diesen Dialog mit dem Zuschauer mehr noch in Anspruch zu nehmen? Naja, habe ich vorhin schon gesagt. Also gehen Sie auf unsere Facebook-Seite, gehen Sie auf Heute Plus Facebook. Wir wollen auch stärker bei Veranstaltungen und auch in unseren Talksendungen drauf eingehen und, ich sag mal, nicht immer die gleichen Köpfe zu Wort kommen lassen, sondern die Menschen, ja. Fordern Sie es von uns ein, schreiben Sie uns, fluten Sie uns mit E-Mails und sorgen Sie mit dafür, dass wir das auch wirklich machen. Vielen Dank, Herr Brautmeier. Die Zeitung oder die Medien generell sind ja oft als vierte Gewalt bezeichnet worden oder werden als vierte Gewalt bezeichnet. Und da müssen wir, glaube ich, darauf achten, dass das so bleibt. Dass sie erstens mit der Politik nicht zu eng sind, und da sind wir, da bin ich voll bei ihm, in Deutschland in einem System, was es noch am allerbesten hinkriegt im Vergleich zu anderen Ländern. Und Sie haben eingangs gesagt, wie oft ich in Osteuropa war. Da müssen wir, glaube ich, nicht hingucken. Und Türkei gebe ich Ihnen auch vollkommen recht, was wir eben gehört haben. Das sind Systeme, die wollen wir nicht. Wir brauchen mehr Bewusstsein darüber, welche Rolle die Medien spielen und die Presse spielt als vierte Gewalt, als Kontrolle. Und das müssen wir dem Nutzer, jedem von uns hier, immer wieder einbläuen und immer wieder sagen, das ist, wenn wir das zu sehr kritisieren, auch bin ich voll bei ihm, in Gefahr. Das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren, dass da Probleme sind, das ist ganz klar. Aber wir haben immer noch eins der besten Systeme in ganz Europa und weltweit damit. Und da müssen wir ein Bewusstsein für schaffen. Das hat dann viel mit Medienkompetenz zu tun, mit ich weiß nicht was. Das würde jetzt viel zu weit führen. Aber uns selber mal immer wieder bewusst machen, dass wir diese Rolle dringend brauchen und in dem Sinne, was ich eben sagte, um die Demokratie am Funktionieren zu halten. Und bitteschön, also da müssen wir alle dran mitwirken und im Dialog mit dem Öffentlich-Rechtlichen, aber auch mit den Privaten, auch mit den Zeitungen immer wieder darauf hinwirken, dass wir uns das nicht kaputt reden. Das wäre mein Plädoyer. Vielen Dank. Herr Kelle. Ja, mir fällt so viel ein, man weiß gar nicht, ja, wir will den Rahmen nicht sprengen. Also ich finde, grundsätzlich ist wichtig, dass, was man früher gelernt hat, wenn man Journalist wurde, eine klare Trennung von Meinung und Nachricht. Das verwischt bei vielen, nicht nur bei den Medien, schon gar nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, wenn Sie einen Spiegel lesen, ja, oder Spiegel Online, ist quasi nur noch Meinung und ab und zu mal Kurzinfo drin. Ich halte für wichtig, dass man sich in der Berichterstattung auch ein bisschen an den orientiert, was in der Gesellschaft oder sagen wir mal, sich an der realen Welt ein bisschen orientiert. Also Beispiel Familie, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ja, Statistische Bundesamt sagt, 80% aller Kinder in Deutschland wachsen bei ihren nach wie vor verheirateten leiblichen Eltern auf. 80%.
Schauen Sie mal, wie Familie dargestellt wird im Fernsehen, ob privat oder sonst was. Sie glauben, es gibt nur noch Patchwork, alleinerziehend, gleichgeschlechtlich, sonst was. Sie glauben, es gibt überhaupt keine Familie mehr, wo Kinder großgezogen sind. Aber das ist 80%, das ist die Mehrheit. Ja, und Matthias, du hast katholische Kirche erwähnt. Auch da muss man hin und wieder mal dran erinnern, bei all dem, was ist, dass an jedem Wochenende in Deutschland bei Wind und Wetter 2,6 Millionen Christen beider Konfessionen in die Kirche gehen. Das schafft keine Bundesliga. Das schafft keine Bundesliga, das schafft keine Politik, das schafft keine Gewerkschaft. Die Christen sind leise, viel zu leise, aber sie sind immer noch eine ganze Menge. Was ich vielleicht zum Abschluss noch sagen möchte, bezieht sich wieder aufs Öffentlich-Rechtliche, aber diesmal auf die ARD, da hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass man sich an der Realwelt orientieren soll. Meinung und die Empfindung, dass Meinung gemacht wird, findet nicht nur in Nachrichten statt, findet nicht nur in Dokumentationen statt, sondern auch im Unterhaltungsprogramm. Im Anschluss an das, was ich gerade gesagt habe, zu der Situation Ehe und Familie in Deutschland, möchte ich Sie mal auf den Tatort hinweisen. Die erfolgreichste Krimiserie im deutschen Fernsehen, über 40 Jahren. Die meisten von Ihnen werden da mal reingucken. Und wenn ich sonntags zu Hause mit meiner Frau, gucken wir auch rein. 22 Ermittlerteams und nicht einer von all diesen Kommissaren, die uns gezeigt werden, ist einfach nur ganz normal verheiratet. Nicht einer. Wir haben überlegt, Freddy Schenk aus Köln vielleicht, weil er hat eine Tochter, ist immer viel Ärger, könnte verheiratet sein. Aber gehen Sie die mal durch. Die Clowns aus Münster, die beiden Herren aus München, ja, vom LKA, Frau Lindholm, ja, One-Night-Stand, Kind mit einem Spanier, der weiß nicht, dass es das Kind gibt. Und sie erzieht mit ihrer Mutter zusammen, hat aber nie Zeit. Das ist das Familienbild in einer der populärsten Serien des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und genau. Auch da wird Meinung gemacht. Und auch genau. Da wird die Wirklichkeit verzerrt. Der ist auch noch das war spannender. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich denke mal, Sie haben gesagt, Dialog zu führen mit dem Zuschauer. Ich glaube, das ist heute sehr gut gelungen. Wir haben einen guten Dialog geführt. Wir konnten Fragen stellen, wir haben Antworten bekommen. Vielen, vielen Dank erstmal an die Gäste, dass man hier erstmal so die Antworten hatte. Und es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, es bleibt ein schwieriges Thema. Aber erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich hier den Fragen und auch den Meinungen gestellt haben. Vielen Dank an Sie erstmal. Und natürlich auch erstmal auch natürlich ein großes Dankeschön an euch, dass ihr euch so eingebracht habt. Ehrliche Meinung, ich weiß, im E-Café ist immer so, wir haben immer ganz viele Fragen und manchmal ist es auch so, dass manche nicht drankommen. Es tut uns leid, dass wir das nicht immer schaffen. Die Sendezeit ist leider auch begrenzt, aber wir haben jetzt danach noch die Möglichkeit, hier mit den Gästen nochmal ins Gespräch zu kommen, wenn noch Fragen sind. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wir haben ein Magazin, das wir jetzt rausbringen. Das hatte ich ja eben schon vorgestellt und das könnt ihr natürlich alle mitnehmen. Nehmt auch noch für Freunde etwas mit, tragt das weiter, weil E-Café geht auch weiter. In Gießen wissen wir das noch nicht so ganz genau, weil wir tatsächlich jetzt mit dem Rhein-Main-Gebiet liebäugeln und uns gerne dort ein bisschen ausbreiten würden, nächstes Jahr mit dem E-Café. Deswegen möchte ich erstmal ganz großen Dank an Gießen sagen, dass ihr dabei wart, dass ihr das E-Café immer schon untersupportet habt, dass ihr gekommen seid. Und vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr das E-Café so hochgezogen habt, dass es jetzt wirklich schon eine wirklich bedeutende und tolle und interessante Talksendung geworden ist. Vielen, vielen Dank nochmal an alle an euch. Dankeschön.